Ja, herzlich willkommen zu der letzten Folgenbesprechung hier auf der Filmfabrik zur siebten Folge der siebten Staffel von Games of Thrones. Das wird cool. Das wird cool. Jonas, wie ist dein Gesundheitszustand? Ja, mir geht's gut. Dir geht's gut? Das ja, ich war ehrlich gesagt, ich habe mich gestern so ein bisschen gefreut, als ich mit der Folgenbesprechung fertig war beim Schreiben, weil ich dann gedacht habe, jetzt habe ich mal den Montag wieder frei die nächsten paar Wochen. Das hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich habe mich tierisch auf das Staffelfinale gefreut, auf eine wirklich extreme Art und Weise. Habe mich super darauf gefreut, die zum ersten Mal zu gucken. Dann gibt es hier durch unsere Tätigkeit auf der Filmfabrik allerdings auch das nochmal gucken und vielleicht sogar nochmal und dann aber wirklich dann Szene, was auf, Szene für Szene, teilweise Einstellung für Einstellung, teilweise Frame für Frame durchzugehen und sich das Ganze nochmal anzugucken. Das ist immer sehr anstrengend. Ich war gestern um 3 im Bett und musste heute um 7:30 oder sowas dann halt wieder aufstehen, um 7:30? Ist ja. Das so eine Uhrzeit von dir? 7:30? Witzig. Wir machen jetzt so einen Witze-Counter. Genau. Diese Folgenbesprechung. Nein, bitte nicht. Das ist viel zu oft, wenn ich mich. Diese Folgenbesprechung gibt es auch auf den verschiedensten Podcast-Kanälen: Soundcloud, iTunes und Deezer. Genau. Spotify immer noch nicht, leider. Ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir arbeiten dran. Also ohne Witz, es sollte schon längst passiert sein, aber irgendwie. Ach, frag nicht. Wir arbeiten wirklich dran. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr oder vielleicht 2019 oder sowas, wenn Staffel 8 startet. Wenn es Spotify schon nicht mehr gibt. Genau, wenn das von, wie heißt immer das von Jay-Z? Tidus? Oder Tidal? Tidal, genau. Wenn das sein Comeback hat. ja, Jonas, was gibt's sonst noch zu klären? Ach so, ja, ich wollte mich noch kurz bedanken. Wir haben wieder einen netten Brief bekommen und deshalb sehe ich heute so schick aus. Mit dem Emblem der Hand, weil ich ja letzte Folge gesagt habe, hatte das gefragt habe, ob ich die Hand der Filmfabrik bin, und du hast ja gesagt, und dann hat sich der gute Stefan. Bist du hundertprozentig sicher, dass er Stefan heißt? Ja, nicht, dass wir jetzt einen falschen Namen haben. Okay, also Stefan. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Dass ich jetzt die Hand der Filmfabrik bin. Ich habe das auch an dem Tag den ganzen Tag getragen, habe mich irgendwie so ein bisschen beschwingt gefühlt. Ja, und danke für deinen Brief, der war echt sehr, sehr nett. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Haben wir das? Wir haben noch was zu klären, und zwar wollte ich noch ein letztes Mal hier, bevor er tatsächlich kommt, über unseren Kurzfilm sprechen. Ich meine, wir haben den Teaser-Trailer hochgeladen. Einige haben sich sehr darüber gefreut und haben gesagt, boah, ich kann es kaum noch abwarten. Andere haben gesagt, boah, sieht das kacke aus. Und noch andere haben gesagt, cringe. Cringe war einer der Top-Kommentare. Ja, ich bin weiterhin sehr gespannt drauf, wie ihr den auffassen werdet. Ist unsere erste fiktionale Arbeit, unsere erste Fingerübung quasi. Ist zwar eine Zusammenarbeit mit einem großen Verleiher, deswegen, oh, mein Handy ist noch an. Also da ist kein Geld geflossen oder sowas. Und wir sind auf jeden Fall trotzdem sehr gespannt. Es war ein sehr kurzfristiges, geiles Projekt. Hat super viel Spaß gemacht. Ist eine tierische Herausforderung. Sind Probleme aufgekommen, die wir so nicht erwartet haben. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass der euch gefallen wird. Ist auf jeden Fall ein interessanter Kurzfilm, würde ich mal nennen. Sicherlich gibt es da noch ein paar Sachen zu besser zu machen und so weiter und so fort. Aber ja, machen wir, wenn wir richtig Zeit haben. Genau. Für ein Projekt. Genau. Und vielleicht machen wir ja auch noch was dazu. Zu diesem Kurzfilm. Genau. Seid gespannt. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe natürlich mal wieder ein paar Kommentare rausgesucht aus der letzten Folge. Ja. Ich fange einfach mal an. Der René hat geschrieben, malt ihr jetzt eigentlich auf eurer Targaryen-Flagge einen Drachenkopf blau aus? Nein. Ich will meine Flagge nicht beschädigen, aber ja. Und Georg Stark schreibt, was ist Rickons Lieblingsband? Was ist Rickons Lieblingsband? One Direction. Ah, weil er nicht zickzack läuft. Okay, ich wusste, dass dieser Witz kommt, denn ich habe gestern auf deinen Rechner rübergeschielt und habe diesen einen Punkt gesehen. Und ich dachte mir, nein, es ist nicht One Direction. Ich hätte eigentlich so einen fetten Spoiler draufschreiben müssen, weil ich gucke mir die Folge jetzt immer morgens an und Alper immer erst abends. Ja, so gleich an den Anfang, damit ich nicht drauf gucke. Ja, genau. Nee, weißt du, was Rickons wahre Lieblingsband ist? Was? Dire Straits. Weißt du, wegen Dire, weil er stirbt und auch Straits. Oder Dire läuft. Wegen Dire Wolf. Genau, deswegen Dire Straits. Okay, Conic HD schreibt. Kurze Erklärung, ich habe mir sogar die Erklärung aufgeschrieben. Weil er ein Dire ist, also jemand, der stirbt und straight läuft. Und jetzt auch wegen Dire Wolf, ja. Okay, Conic HD schreibt, als John aus dem Wasser steigt, muss man auf den Wolfsknauf von seinem Schwert schauen. Der Wolf öffnet die Augen. Hast du es auch gesehen? Nein. Das ist zuerst so weiß und dann wird es so schwarz. Tatsächlich, hast du nachgeguckt? Ja. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ja. Sehr, sehr cooles Detail. Ja. Uns haben auch Leute gefragt, was das zu bedeuten hat. Und ich habe gesagt, ich habe absolut gar keine Ahnung. Ja. Also ich glaube nicht, dass irgendwas dem Zufall überlassen wird bei der Show, gerade bei so closen Einstellungen. Vielleicht ist es ein Easter Egg, vielleicht ist es einfach nur so ein symbolisches
Erwachen des Wolfes. Erwachen des Wolfes, dass John doch nicht tot ist. Mhm. Ja, so irgendwas. Ja. As a Dead Link hat geschrieben, das Wort, was du gesucht hast, Jonas, ist konstitutionell. Also eine konstitutionelle Monarchie. Ja, weil das heißt, darum der König, der von einer Konstitution quasi der an in seine Macht eingeschränkt ist, ja, genau. wird. Genau. Ja. Wir hatten es ja darum, dass in Westeros vielleicht sowas eingeführt werden könnte. Ja. Genau. Genau, es gab auch in der letzten Folge ein paar Stimmen, die nicht so ganz euphorisch waren, weil die das nicht so toll fanden, wie wir die Folge niedergemacht haben. Ja, klar, das war mir bewusst. Zum Beispiel hat Game of Thrones Scenes geschrieben, sorry, aber wenn die nächste Folgenbesprechung auch so ... wird, dann wäre es vielleicht echt besser, wenn ihr keine macht. Also, das hat er nicht zu bestimmen. Ja. Also wenn wir die Folge halt nicht toll finden, dann finden wir nicht toll und das hat auch seine Gründe und ich finde, wir haben das auch begründet und nicht einfach nur gehatet. Außerdem, es heißt immer noch Broadcast Yourself. So, wenn wir ein Video machen wollen, dann machen wir einfach eins. Solange es nicht rechts oder asozial oder sowas ist, dann ist es auch okay. Aber trotzdem danke für den Kommentar. Okay, dann kommen wir zum letzten Kommentar. Und zwar hat Adrian Kirchner geschrieben, das Absurdeste ist, dass die nicht einmal auf die Idee kam, mit Pferden jenseits der Mauer zu reisen. What the fuck? Ja. Was ich mir so im Nachhinein gedacht habe, eigentlich wäre das gar nicht so dumm gewesen. Da hätte die Reise wahrscheinlich ein bisschen verkürzen können. Das ist wahr. Uns kam hätten die Pferde überlebt, aber auf der anderen Seite haben die auch eine Nacht einfach da überlebt. Ja, ich meine, ja. Dann hätten die sich so wie DiCaprio in Revenant so ein bisschen in den Pferdekadaver wärmen können. Ja. Zum Beispiel. Oder wie Luke Skywalker. Ja. Und auch ein paar haben geschrieben, warum haben die eigentlich nicht irgendwie so einen zu Tode Verurteilten hinter die Mauer geschafft, kurz abgestochen und dann hätte er sich verwandelt und dann hätten die wieder mitnehmen können. Auch wahr. Ja. Ja. Gute Frage. Gute Frage. Oder einfach Littlefinger. Genau. Ja. Okay. Alles klar. Ach, das war's. Das war's mit der Folgenbesprechung. Wir sehen uns dann nächstes Jahr, 2019 wieder. Ja. Ja, Jonas, wie fandest du das Finale prinzipiell, so in kurzen Worten? Ich fand es eigentlich wieder gut. Es gab wieder ein paar mehr Überraschungen, obwohl ich gerade mit dem Kleinfinger-Ding gespoilert wurde, weil irgend so ein Witzbold unter der letzten gemeint hat, oh, dann hier darf man spoilern. Ach ja, Littlefinger stirbt in der nächsten, weil halt schon. Ja, man darf die Folge spoilern, die Folgenbesprechung. Das ist echt. Oh. Marius, der Kameramann, hat mich noch gerade darauf hingewiesen, dass ich auf die Leaks der nächsten Staffel hinweisen soll. Eigentlich habe ich drüber nachgedacht und das wollte es nicht erwähnen, aber es gibt halt Leaks, die Drehbücher der Staffel 8 bereits rausgehauen haben. Ich habe gerade Angst, dass ich das überhaupt sage, weil ich will das gar nicht bekannt machen, aber es wird eh noch bekannt werden. Ja. Also ganz im Ernst, wieso liest man sich das durch? Klar, kann man sich dann hinstellen und sagen, oh, schau mal, wie klug ich bin, da passiert das, da passiert das, da passiert das, aber das nimmt doch, also ich verstehe nicht, warum sich Menschen sich selbst so viel Spaß einfach nehmen. Ich weiß auch nicht. Also damit schadet man sich im Endeffekt nur selbst, weil man vielleicht ein Geltungsbedürfnis hat, vor anderen cool zu wirken, weil man Dinge weiß. Es ist super. Also man schadet ja manchmal auch anderen, einfach weil man ihn einfach spoilert und das verbreitet sich dann. Und, genau, und dann ist man irgendwann an einem Punkt, das ist bei Game of Thrones wirklich oft so, dass man sich nicht traut, irgendwie ins Internet zu gehen oder Social-Media-Seiten abzuklappern. Oder montagmorgens aufsteht, um nicht gespoilert zu werden. Ja. Also das ist echt absurd, was da Menschen, wie armselig da teilweise Menschen einfach agieren. Das ist super schade, dass ich das so sagen muss, so hart, aber warum macht man das? Ja. Also ich finde das, ich persönlich ärgere mich da tierisch drüber. Ich auch. Ich hoffe, dass das so Fake-Drehbücher waren oder sowas. Ja, genau. Ja, so eigentlich alles wollten falsch, wir wollten ja eigentlich auch ein Video machen, so zur Prognose der 8. Staffel, aber das ist jetzt irgendwie sinnlos. Ja, also damit ist uns das auch genommen worden. Ja, weil einerseits dann halt vielleicht komplett falsch liegen. Und dann kommen Leute, schreiben drunter, nein, das ist so, weil die Leaks gelesen haben und dann werden wir trotzdem noch gespoilert. Ja, total. Ja. Also es macht dann einfach leider keinen Sinn mehr und es ist halt sehr schade, aber so ist das. Ja gut, dann kommen wir aber zur 7. Folge. Und also es ging ja erstmal darum, wie wir die fanden, ne? Wir sind irgendwie ein bisschen abgeschweift wieder. Ich fand die prinzipiell auch größtenteils sehr geil. Ja. Mit also ein paar Abstrichen, aber ansonsten sehr, sehr geil. Ich finde, es hat sich so ein bisschen wieder an dem, also gerade ich hatte nicht das Gefühl, dass so viel hin und her gesprungen wird und so krasse Zeitsprünge gibt. Und dass ich es gab ein, zwei, aber. Ja. Trotzdem, dass ich halt Zeit genommen wurde, ein bisschen das alles entfalten zu lassen, das fand ich eigentlich ganz schön. Das war halt für mich auch definitiv eine Schwäche der 7. Staffel. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Robert Baratheon braucht in der 1. Staffel, um von King's Landing, also Königsmund, nach Winterfell zu reisen, braucht er mit Tross etwa einen Monat über die King's Road, über die Königsstraße, den Königsweg. Aber die Frage ist ja eher, wie viele Folgen der braucht dann. Ja, ja, klar. Na gut. Also, ja, damit fängt ja Staffel 1, Folge 1 an. Aber die Sache ist halt, das sind halt eigentlich
Klar, mit Tross ist er langsamer und es ist eine gemütliche Reise, aber trotzdem, es dauert halt seine Zeit. Und in Folge 6 beispielsweise rennt Gendry halt zurück zur Mauer, schickt einen Raben aus und dann kommt Dany auf ihren Drachen. Und also sie wollen mir ernsthaft weismachen, dass da, also man sieht eine Dämmerung, einmal Sonne untergehen, einmal Sonne aufgehen. Okay, sagen wir mal, gehen wir mal wirklich, sind wir mal tolerant und gehen davon aus, dass es 3 Tage sind, wie das viele ausgerechnet haben. Trotzdem, es gibt auch beispielsweise ein Interview mit Alan Taylor, dem Regisseur der Folge, mhm, der auch genau offen gesagt hat, so, uns war bewusst, dass da die zeitliche, die genaue Chronologie etwas schwammig ist und dass das für viele nicht funktionieren wird. Und der hat da auch keine Begründung abliefern können. Ja. Es war einfach nur, für manche funktioniert es, für manche nicht. Das stand ja auch ganz oft dabei, ja, innerhalb dieser 3 Tage kann, haben die dann ausgerechnet, ja, dann kann das Eis wieder zufrieren. Aber es geht ja nicht um das Eis zufrieren, es geht ja eher um die Tatsache, dass die da einfach erfrieren. Ja, das auch. Weil da der personifizierte Winter eingebrochen ist und da die weißen Wanderer sind. Genau. Also es ist wirklich, da muss man seine Toleranz wirklich sehr, sehr weit dehnen, um das akzeptieren zu können, meiner Meinung nach. Ich meine, allein, dass diese Diskussion überhaupt aufgeflammt, ja, das ist, wäre, heißt ja schon, dass viele Leute einfach nicht dran glauben, dass es das, so ist. Das wäre in Staffel 5 beispielsweise einfach niemals passiert. Ja. Also das ist, war auch für mich die 7. Staffel, was aber auch daran liegt, dass auch vom reinen Gefühl her, dass das Pacing halt extrem schnell ist, die gesamte Dramaturgie. Das liegt aber halt auch daran, dass wir in den ersten Staffeln, dadurch, dass die Handlungsstränge noch nicht miteinander verwoben waren, halt extrem viele Handlungsorte hatten. Mhm. Wir hatten über Winterfell bis hin zu Braavos und was weiß ich nicht alles. Wir hatten einfach viele Städte, viele Figuren, die unabhängig voneinander irgendwie gereist sind, und dadurch konnte man immer wieder, zumindest innerhalb einer Folge, von Handlungsort zu Handlungsort springen, sodass das Gefühl entsteht beim Zuschauer, der vergeht gerade Zeit. Mhm. Das ist halt einfach, das ist keine Frage der genauen Logik, dass sich jemand hinsetzt und genau ausrechnet, wie viel da Zeit vergangen sein könnte. Nein, es geht um das prinzipielle Gefühl beim Schauen, im Zuschauer. Da müssen nämlich die Filmemacher halt ein Gefühl für haben, dass der Zuschauer da auch ein gewisses Zeitempfinden hat. Und wenn da über eine Folge eben Zeit vergeht, dann ist das halt was anderes, als so, wie es in Staffel 7 ist, wo wirklich ständig zwischen 2 Orten oder sowas hin und her gesprungen wird. Ja. Und teilweise, ja. Ich würde sagen, wir beenden dieses Thema. Ja, das ist, es ist ein leidiges Thema. Ja. Es ist ein sehr leidiges Thema. Ich hoffe, dass es jetzt. Aber das war für uns persönlich, ich glaube, ich spreche da auch für dich, Staffel 7. Genau. Ja. Dann fangen wir noch mit der Folge an. Ja, genau. Die Folge heißt The Dragon and the Wolf, also der Drache und der Wolf. Und ja. Alper, machen wir wieder die Abfrage. Was bedeutet das denn? Ja, also im Prinzip, dass John und Dany miteinander pimpern. Mhm. Und, also der Drache und der Wolf, und das allerdings auch, dass die Nordmänner und die Targaryen-Truppen sich verbünden. Und ich finde das sehr schön bei Game of Thrones, wie immer wieder mit Tiersymbolik und so weiter gearbeitet wird. Hier haben wir den Wolf, den Drachen und auch den Löwen. Wir haben den Hund. Wir haben, wen haben wir noch? Egal. Ja. Ja, wieso willst du da noch irgendwas hinzufügen? Nee, das hast du so gut gemacht. Ja. Kriegst du da ein 1 mit Sternchen. Regie für das? Bitte? Regie geführt hat? Also Jeremy Podeshwar, der hat schon in 2 Folgen der 5., 2 Folgen der 6. und auch jetzt insgesamt in 2 Folgen der 7. Staffel Regie geführt. In welcher hat er zuvor in der 7. Staffel Regie geführt? In der 1. Ja. In Dragonstone. Da gibt es auch wieder so ein cooles Behind-the-Scenes-Video. Also da gibt es sogar dieses Mal mehrere. Vor allem in der Drachengrube gibt es so ein extra Special. Da gibt es nochmal dieses normale Behind-the-Episode. Mhm. Und dann gibt es jetzt nochmal Game of Thrones Revealed. Oder wie The Game Revealed, oder wie das heißt. Mhm. Da machen die jetzt in den nächsten paar Wochen immer wieder noch mehr Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wie die das umgesetzt haben, die einzelnen Folgen, wie das entstanden ist. Ganz nochmal detaillierter. Ja. Genau. Die Autoren sind David Benioff und D.B. Weiss, die Showrunner persönlich. Genau. Die das hier geschrieben haben. Und das ist bisher die längste Folge, die es jemals gab. Ja. War die, wie lang war sie jetzt? Letzten Endes, ich glaube, 77 Minuten. Irgendwie sowas. Ja, es sollte zuerst 77. 81 Minuten sein, aber waren 77. Genau. Vielleicht nochmal 4 Minuten rausgekürzt. So, damit fangen wir an in Königsmund. Nee, Moment, wir wollen noch erstmal beim Intro. Du hast das Intro ganz vergessen. Ach so, ja. Ich habe mir nur eine kurze Einmeldung gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Intro der 8. Staffel, ob dann die Mauer, Bei Ostwach so eingerissen sein wird. Ja. Ob die das umsetzen werden. Wäre interessant, ja. Ja. Gut, damit fangen wir an. Wir sind vor den Mauern von Königsmund, King's Landing, der Hauptstadt. Und wir sehen, dass tatsächlich die Unbefleckten da angekommen sind. Die eine Armee von Daenerys Targaryen. Wir sehen endlich wieder Grauer Wurm, weil alle vorher gefragt haben, so, wo ist eigentlich Grauer Wurm, wo ist Grauer Wurm? Ich glaube, der war jetzt 4 Folgen nicht dabei. Ja.
3-4 Folgen nicht dabei. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, so, ja, ist mal schön, ihn wieder zu sehen, ja, dass er auch mal wieder gezeigt wird. Das genau. War halt auch so, das fand ich halt, dass der plötzlich von Castle Stein rüberkommt nach Königsmund, dass da nicht nochmal gezeigt wird, was ist da eigentlich zwischendrin passiert. Ja. Hätte man vielleicht machen können. Hätte man gemacht, wenn die Staffel 10 Folgen gehabt hätte. Ja. Aber hatte sie nicht. Wir sehen auch, dass die Soldaten eben da in einer sehr perfekten Symmetrie stehen. Alle, die komplette Disziplin haben und auch alle dieselbe Miene ziehen. Dass da eben die Unbefleckten sind ja zwar frei mittlerweile, aber sie sind halt so erzogen worden. Sie sind das perfekte Heer. Wir sehen ja später, dass die Dothraki dann, wenn sie kommen und da durch die Reihen reiten, das komplette Gegenteil sind. Ja, so die pure genau. Barbarei. Wir sehen Staub, wir sehen Geschrei, wir sehen da keine Formation, wir sehen da keinerlei ja. Ordnung. Und alles. Und was ja. man auch noch dazu sagen muss, ist, gerade wo noch die Dothraki dazukommen, das war eigentlich das, wogegen Tyrion die ganze Zeit war, dass Königsmund von Dothraki und Unbefleckten belagert wird. Aber im Prinzip, wir haben ja immer diese ironische Wendung. Wir sehen da auch die Lannister-Soldaten, die 500 Fässer mit Pech vorbereiten und Bronn noch 500 weitere rufen lässt. Ich hab mal wieder nach einem Fun-Fact gesucht, weil mich das interessiert hat, wegen dem Pech. Ja. Einfach nur aus Spaß habe ich das mal gegoogelt. Und ist es nicht einfach so, dass man das von den Mauern schüttet auf den Feind? Doch, doch. Ja. Aber im Mittelalter wurde das wirklich nicht so oft benutzt, weil es sehr aufwendig und kostspielig war, große Mengen an Pech herzustellen. Ja. Also war das wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber trotzdem, ich glaube, das ist nicht so schön, wenn du mit heißem Pech übergossen wirst. Also kann man sagen, Bronn und Jaime haben Pech gehabt. Nee, die haben Glück gehabt, wenn die so viel Pech haben. Ja. Das war, das war's. Das war so witzig und so krass highlightmäßig. Das ist der Zenit. Das ist der Zenit der Folgenbesprechungen der Filmfabrik. Okay, machen wir weiter. Bronn und Jaime reden über die Schwanzlosigkeit der Unbefleckten. Genau. Bronn sagt ja auch, wenn ich keinen Schwanz hätte, dann würde ich gar nicht so hart kämpfen wie diese Unbefleckten. Ja, und ich finde auch wieder, dass gerade wieder, wenn Bronn gezeigt wird, das ist einfach ein unglaublicher Sympathieträger. Auf jeden Fall. Der hat sich wirklich seine Screentime verdient. Ja, definitiv. Und ja, ich finde aber auch, dass Jaime irgendwie noch wenig beeindruckt ist von den Unbefleckten. Also ich meine, er hat sie bereits gesehen. Er weiß, was da auch, insbesondere die Dothraki, hat sie bereits auf Achso, nee, ich meine jetzt gerade die Unbefleckten. Von denen ist er ja weniger beeindruckt. Dann hören wir, wie die Dothraki ankommen und dann ist er ein bisschen, ist er eher beeindruckt, weil er die ja schon live miterlebt hat. Ja, vielleicht sind die Unbefleckten einfach das, was er auch in Westeros schon einfach eine Milliarde Mal gesehen hat. Ja. Organisierte Soldaten. Ja, bei Rosengarten hatte er ja auch so eine sehr symmetrische Aufstellung. Also, Formation, ja. Genau, Formation. Ja, gut, gehen wir damit über zum John? Genau, also in die Mauer. Nee, Quatsch, das ist erstmal der Weg. Das ist erstmal der Weg von. Ich habe mir eine unerklärliche Notiz gemacht. Aber auf das Schiff. Wir sehen erstmal kurz Red Keep, den Roten Bergfried. Und dann sehen wir auf dem Boot, dass John, Davos, Tyrion, Varys, Sandor, Jorah und Missandei. Aber wir sehen doch davon noch was anderes. Was sehen wir? Wir sehen, dass Euron wieder da ist mit seiner riesigen Flotte der 1000 Schiffe. Das wollte ich gerade sagen. Ach so, sorry. Ja, ich habe gedacht, du warst schon bei John. Nee, wir sehen, also John kommt ja zum ersten Mal in die Hauptstadt. Und da sehen wir bereits, dass Eurons Graufreud-Flocken, die Greyjoys, vor der Stadt stationiert sind. Also wir haben eigentlich so von der Ausgangssituation her, wenn man jetzt die Drachen mal rausrechnet, haben wir eigentlich so eine Patt-Situation, weil Cersei hat die Seehoheit und Daenerys hat die Landhoheit. Ja. Und jetzt dann halt mit den Drachen hat sie noch die Lufthoheit. Das ist wahr. Und es hat mich auch so ein bisschen an die Schlacht von Blackwater Bay erinnert. Zuletzt waren wahrscheinlich da sind auch ganz viele Schiffe noch kaputt. Ja, das ist wahr. John fragt halt auch, wie viele Menschen wohnen hier und fragt sich, warum man überhaupt in so einem Scheißloch leben möchte. Und Tyrion sagt, dass man in der Hauptstadt wohnt, vor allem, weil hier auch die besseren Bordelle sind. Ich musste da nochmal zurückdenken an Staffel 1, Folge 1. Da hat er nämlich noch von den Huren des Nordens geschwärmt. Ja, aber nicht geschwärmt, oder? Ja, doch. So it's true what they say about the Northern. Blablabla. Erinnern Sie sich mal an die Szene, in der er von Jaime 5 Huren oder sowas bekommt in sein Kämmerlein. Ja. Und wir erfahren, dass Königsmund eine Bevölkerung von etwa eine Million hat. Ja, das auch. Und in den Büchern ist das aber nur etwa die Hälfte. Ja. Ungefähr. Okay. Dann sehen wir auch unter Deck. Bitte. Ja, nee, ich fand es einfach nur noch schade, also so, weil Game of Thrones ja manchmal auch so
die Sichtweise der Bevölkerung gezeigt hat. Ich hätte auch gern gesehen, wie wie das einfache Fußvolk die Ankunft dieser Armeen also nicht nur das wahrnimmt. Fußvolk, sondern auch das Volk, das einfache Volk, also nicht die zu den Waffen greifen, wie das halt von denen aufgefasst wird. Ja. Das hat man ja zum Beispiel manchmal gesehen bei sowas wie bei der Belagerung von Meereen, wo auch die Sklaven dann so runtergucken auf die Armee von Daenerys und also, dass du halt von denen auch noch die Reaktion hast. Es muss halt unglaublich verrückt sein, wie da Greyjoy-Flotten vor Königsmund stehen und dann kommen Unbefleckte aus Essos und die Dothraki in Westeros. Das muss man mir vorstellen. Und dann kommt Daenerys Targaryen auf zwei Drachen an, gemeinsam mit dem König des Nordens. Und selbst der Bruder, okay, ist halt die Frage, wie viel weiß das einfache Volk davon, aber ich glaube, die auch bekommen schon mit, dass da eine riesige Armee vor der Tür steht. Das spricht sich halt auch rum und vor allem vom Hörensagen überspitzt sich das ja auch noch. Dann kommt Daenerys nicht mit zwei Drachen, sondern mit 20 Drachen. Oder dann kommt der Bruder von. Die hört man ja auch dann. Ja, die hört man ja auch. Also, das muss ein unglaubliches Spektakel sein und schade, dass wir da nicht die Sicht der einfachen Bevölkerung bekommen. Das ist nur eine kleine Anmerkung. Ja, jetzt wird wieder geschimpft, ihr kritisiert alles. Keine Ahnung, wäre nur interessant gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass es scheiße ist, aber es wäre interessant gewesen. Dann sind wir tatsächlich unter Deck. Da checkt Sandor nach dem Mitbringsel, dem Wiedergänger in der Kiste. Und sobald er die Kiste berührt oder draufhaut, bewegt sich die Kiste, der Wiedergänger rastet komplett aus. Das sind geile Soundeffekte. Mhm. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum diese Szene? Es hat natürlich zwei Gründe prinzipiell. Einmal, um den Zuschauer daran zu erinnern, dass sie dieses Mitbringsel haben und auch zu zeigen, dass sie das mitgenommen haben natürlich. Aber vor allem auch mit diesem Draufhauen und dann in der Szene später, wo er rausspringt, halt Spannung zu erzeugen. Ja, weil er sich nämlich nicht bewegt. Genau. Deswegen, also weil die Kiste aufgeht und normalerweise müsste er komplett ausrasten. Ja. Aber es ist erstmal ruhig. Genau. Ist halt auch die Frage, ob das so eine innere Logik hat. Weil ein Wiedergänger jetzt ja nicht gerade das Vernunftbegabte ist. Das ist aber halt auch die Frage. So, aber das ist jetzt auch wieder, das geht wieder sehr tief rein. Das ist tatsächlich so dieses Sinnlose hineininterpretieren und überlegen. Aber Das ist eine TV-Serie, da kann man sowas machen. Aber es ist halt tatsächlich auch die Frage, warum. Eine Frage, die man stellen darf, wie weit die kognitiven Prozesse eines Wiedergängers gehen können. Also wie viel denken kann er? Ja, wir haben auf jeden Fall die Verbindung zwischen denen und zwischen den Weißen Wanderern. Ja. Das ist halt die Frage, wie weit es geht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht kann sogar der Nachtkönig durch die Augen des Wiedergängers Königsmund anschauen. Vielleicht ist einfach ihr Bewusstsein anders. Vielleicht sind das gar keine Individuen und alle denken... Ja, das ist ja auch so ein Kollektiv. Ich meine, wenn der eine getreten wird, reagieren die anderen. Ja, das ist halt die Frage. Und außerdem wissen wir halt, dass die definitiv zu leichten Gedankenprozessen halt fähig sind. Denn wir sehen ja beispielsweise in der 6. Folge, dass der Stein fällt. Mhm. Und sie haben halt so das Bewusstsein, um zu checken, dass da, okay, das Eis ist zugefroren, wir können wieder drüber laufen. Damit ist es halt kein Romero-Zombie. Das können wir jetzt aber auch nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, weil die Weißen Wanderer ja auch anwesend sind. Ja, genau. Die steuern dann quasi das und sehen, halt dann, der Stein ist nicht eingebrochen, dann schicken wir die jetzt vor. Das ist wahr, das ist die Frage. Ja. Gut, damit gehen wir rüber zum Roten Bergfried. Genau. Da fragt zuerst erstmal, warum Daenerys nicht mit an Bord ist. Wir erfahren ja später, warum, weil sie einfach auf dem Drachen kommt. Und kann man eigentlich dazu sagen, dass Qyburns Vögelchen wirklich sehr gut arbeiten? Definitiv, ja. Also, dass er sogar weiß, dass sie auch nicht auf dem Schiff ist. Genau, also wahrscheinlich haben sie gesehen, wie die an Bord gegangen sind oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, woher. Das ist eine sehr... Also da sieht man, dass Qyburn schon sein Gold wahrscheinlich wert ist. Und Cersei beauftragt auch den Berg, dass, falls etwas schief läuft, dass er folgende Reihenfolge beim Töten einbehält. Erst Dany, dann Tyrion, dann Jon, den Rest halt beliebig. Interessant, wir sehen, dass Tyrion anscheinend einen höheren Stellenwert auf ihrer Todesliste hat als Jon. Weil sie wahrscheinlich denkt, dass er die Armeen anführen könnte in ihrer Stadt. Also an Daenerys Stadt. Für mich ist das eher die Frage, es ist immer noch die Rachsucht wahrscheinlich. Ah, dann hätte sie gesagt, dass Tyrion zuerst. Aber ich glaube sowieso, dass man später noch sieht, dass sie ja nicht mehr so rachsüchtig ist, da sie ja jetzt auch hundertprozentig weiß, dass Joffrey nicht von ihm getötet wurde. Ist halt die Frage, ob sie das jemals geglaubt hat, wirklich. Ja, ist halt die Frage, warum Tyrion auf ihrer Todesliste den höheren Stellenwert hat. Für mich ist es wirklich ein reines Gefühl des Hasses wahrscheinlich, den sie immer noch empfindet für ihren Bruder. Ja. Und vergleichst mit den Büchern, da wo sie von ihm fantasiert, dass er durch die Gänge huscht im Roten Bergfried. Also Tyrion ist immer noch Teil ihrer Gedanken. Auf jeden Fall ist Jaime guckt da etwas entsetzt
Und was ich mir zu dieser Szene auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass sie Robert Strong, Robert Kraft, einfach wieder mal zum fünften Mal oder Sir Gregor nennt. Ich glaube, das müssen wir nicht. Robert Kraft gibt es nicht in Game of Thrones. Ja, aber das ist egal. Gut, damit gehen wir dann tatsächlich zur Drachengrube, genau wie die anderen. Ja. Nämlich John und so weiter. Und ja, bitte. Ich fand es auch schön, dass es ja die Drachengrube, dass sie jetzt nicht plötzlich aus dem Nichts kam, sondern dass die ja gerade in der Staffel auch etabliert wurde. Gerade in dem Gespräch, in der Szene, wenn man sich erinnern kann, mit den Lannister-Soldaten und Arya, wurde die Drachengrube ja erwähnt. Da haben wir das ja auch schon ausgeführt. Ja. Finde ich halt ganz schön, dass das nicht plötzlich aus dem Nichts kommt. Genau. Ist halt, ich fand dann auch, als man das gesehen hat, wo die hingehen, man sieht nicht so ganz, ob das noch innerhalb von Königsmund ist oder außerhalb. Also jetzt. Also auf den Karten ist die Drachengrube innerhalb. Ja, das ist halt, also in den Büchern ist es auch innerhalb. Also man sieht das halt, ich finde, das sieht man halt nicht in der Einstellung so hundertprozentig, ob das jetzt innerhalb der Stadtmauern ist oder man kann davon ausgehen, dass es innerhalb der Stadtmauern ist, finde ich. Ja. Wahrscheinlich. War halt mal ein unglaublich gefährlicher Ort, denn hier haben die Targaryens ihre Drachen gehalten, wirklich angekettet. Mitten im Tanz der Drachen, als die Targaryens einander... Oh, hoppala. Als die Targaryens einander abgeschlachtet haben, hatten einfache Bürger namens der Hirte ein... Das haben wir alles schon in der anderen Folge besprochen. Haben wir das gesagt, tatsächlich? Ja, auf jeden Fall, hier wurden alle Drachen abgeschlachtet. Also, falls ihr das nochmal genauer wissen wollt, wir haben ja ein Video zum Tanz der Drachen gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Das war als Rhaenyra auch. Das ist ja auch eine interessante Parallele. Das geschah, als auch eine Frau auf dem Thron saß. In der Geschichte von Westeros ist das vor Cersei Lannister einmal passiert, nämlich als Rhaenyra im Tanz der Drachen für 6 Monate auf dem Thron saß, König Maegor mit Zitzen. Und bei dem Versuch, die Drachengrube zu schützen, ist sogar einer ihrer Söhne ums Leben gekommen. Ich glaube, es war Lucerys, aber egal. Ja, Tyrion trifft hier auch zum ersten Mal wieder auf Bronn. Man kann ja davon ausgehen, dass es, als er Jaime getroffen hat im Keller, kann man ja davon ausgehen, dass Bronn und Tyrion sich bereits getroffen haben. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen, genau. Also, und wir sehen auch gerade in der ganzen Sequenz, dass die Dothraki zu sehen sind und dass die sich bei den Lannister bedient haben, bei den Soldaten, weil die Armschutz tragen für Lannister-Soldaten teilweise oder so einen Mantel oder solche Sachen halt. Also gerade Kriegsbeute. Ja, genau. Spoiler, so wie auch wie die Folge hieß. Genau. Und auch Brienne von Tarth ist da. Ja. Die wurde ja von Sansa bereits vorgeschickt. Und Sandor geht ganz klappt hinten. Die Kinnlade runter. Ja. Genau, und er geht ganz hinten mit seinem Mitbringsel. Und Tyrion trifft nicht nur auf ein weiteres Mal auf Bronn, sondern auch auf ein weiteres Mal auf seinen alten Zögling, auf seinen alten Knappen, nämlich Podrick. Genau. Podrick Grimes. Das fand ich mit eins der schönsten Begegnungen jetzt in der kompletten Folge. Ja. Weil Podrick ist halt auch so eine unglaublich sympathische Figur, die eigentlich nie wirklich was Böses gemacht hat und immer sehr treu war. Pass auf, Bronn sagt doch danach, ach, du kannst noch später seinen Magic Cock sucken. Du willst mich jetzt fragen, ob ich das auch auf Deutsch geguckt habe? Ja, weißt du. Hab ich. Zaubernudel. Zaubernudel. Geile Übersetzung, hat mir sehr gefallen. Und danach kam noch mal eine geile Übersetzung. Also muss die Synchronisation auch loben, wenn sie was Gutes machen. Sandor wird ja nach der Kiste gefragt von einem einfachen Soldaten, was zur Hölle ist da drin. Auf Englisch sagt er fuck off, also ganz normal verpiss dich oder sowas. Und es wird ins Deutsche übersetzt mit geh scheißen. Geh scheißen. Fand ich herrlich. Und hat der Szene echt was Geiles gegeben. Passt ja auch super zu Sandor. Passt super, super gut. Hat mir sehr gefallen. Und dann trifft Sandor tatsächlich auf Brienne von Tarth. Ja. Die Frau, die ihn besiegt hat. Ist halt auch schön so, weil die einst verfeindet waren, gegeneinander gekämpft haben und sich jetzt... Obwohl die sich dazwischen nie mehr gesehen haben und die größten Feinde noch sein können. Also gerade was Sandor angeht, weil der eh nie so der mit Vergebung so viel am Hut hat, dass die jetzt auf der gleichen Seite kämpfen und im Prinzip versöhnt sind. Also Sandor hat halt auch ganz offensichtlich riesigen Respekt vor ihr. Weil Sandor wurde nicht oft besiegt in seinem Leben, kann man von ausgehen. Also wahrscheinlich nie wirklich. Wahrscheinlich nie wirklich. Also so im Kampf Mann gegen Mann. Ja. Und hier wurde er sogar von einer Frau besiegt. Und Brienne verrät auch Sandor, dass Arya noch lebt und sich in Winterfell befindet. Und wir sehen auch wirklich, das ist toll gespielt von Rory McCann, oder wie er heißt. Ja. Rory McCann. Rory McCann. Ja. Dass
ja, er sich darüber freut, dass es Aya noch gibt. Also, ich hab mir so aufgeschrieben, dass das seine Version der Freude ist, dass er sich dafür interessiert, wie es ihr geht. Genau. Aber es ist so, als Brienne noch sagt, dass Aya keinen Schutz braucht, sondern die Menschen, die sich ihr entgegenstellen, da sieht man auch sowas wie väterlichen, fürsorglichen Stolz, finde ich, in Sandors Augen. Stimmt, und nochmal, um das auf diese Versöhnung zurückzukommen, also die gehen ja dann nebeneinander und haben beide so ein leichtes Grinsen drauf. Mhm. Das passt ja auch zu dem, was jetzt zum Beispiel Sandor in der letzten Folge gesagt hat, zu Gendry, dass er jetzt nicht rumweinen soll, wenn er, dass zum Beispiel Beric Dondarrion 6-mal umgebracht wurde und nicht mal deswegen rumweint. Ja. Jetzt bei Sandor ist es nicht anders. Er wurde von ihr besiegt, aber er wurde nicht von ihr getötet. Also warum soll man einen Groll gegen sie haben? Ja. Sie kämpfen jetzt auf der gleichen Seite. Stop whinging! Ja. Ja. Dann gibt es einen Dialog zwischen Bronn und Tyrion. Und die Helden des Schwarzwassers. Genau. Wieder vereint. Die beiden mögen sich auch immer noch. Das ist halt sehr offensichtlich. Also ich finde, Tyrion mag eher Bronn. Bronn ist ja immer so ein bisschen. Ja, aber selbst Bronn sagt ja. Sagt so, nein. Gib mir Gold, dann mag ich dich. Wow. Aber sie reden auch über darüber, auf welcher Seite sich Bronn befindet. Und er bleibt auf Cerseis Seite. Er bleibt dieser Linie treu. Und ich glaube auch, dass der mit dieser ganzen Verantwortung langsam echt nicht mehr klarkommt. Bronn? Ja, also ich meine, der hat schon bei dieser einen Schlacht mitgeholfen, ist da um ein Haar ums Leben gekommen und er bekommt jetzt eigentlich schon ein Schloss. Ich meine, wie will man das noch toppen, dass er der Königsmund ihm gehört und dass er die Königin heiraten darf? Ja, wir werden sehen, was Bronn noch wird. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass er vielleicht der Drachentöter wird oder sowas und eine Legende wird. Wer weiß, ist halt nur meine Vermutung. Also meinst du, so ein Söldner, der eigentlich nur aufs Geld aus ist, der dann quasi so ein gutes Herz beweist und dann alle rettet. Kein Filmbrück-Video ohne Martin zu hören, aber das ist besonders laut. Aber meine Vermutung ist halt auch, dass das, also keine Ahnung, das ist einfach nur ins Blaue hineingeschossen. Ich bin gespannt auf Staffel 8. Hineingeschossen? Ja, das habe ich noch nie gehört. Wie sagt man das denn? Hineingeraten, glaube ich. Egal. Gehen wir weiter zur Drachengrube. Da wird die Musik auch immer schwerer. Die Drachengrube erinnert so ein bisschen an das Kolosseum in Rom, finde ich. Noch zerstörter. Ich finde es aber auch, dass es sehr klein wirkt. Also dafür, dass da eigentlich schon ein paar Drachen drin reingepasst haben sollen, wirkt das wirklich klein. Und da kann man sich auch gut vorstellen, warum die so klein geblieben sind jetzt. Ja, definitiv. Ja. Aber trotzdem, das Set ist toll umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und Pott und Bronn verlassen die Drachengrube und gehen einen trinken. Und ich fand es sehr, sehr schade, dass wir das nicht sehen. Ach so, ja, aber weißt du, warum der überhaupt verschwindet? Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Das hat keinen inhaltlichen Grund oder sowas. Was meinst du denn? Dass Bronn verschwindet. Okay, was meinst du? Weil Lena Headey und Jerome Flynn, also die Schauspieler von Cersei und Bronn, so eine ganz komische Beziehung haben zueinander und darauf beharren, dass die am Set nicht zusammen sind. Tatsächlich, das ist der Grund dafür. Ja. Jetzt stell dir mal vor. Ja, aber das kann man doch in irgendeiner Weise faken. Selbst in Totalen kann man das doch irgendwie. Also ja, aber das ist wegen so einer kleinen. Ich glaube, das umzuschreiben ist viel einfacher, als das dann umständlich zu drehen. Na gut. Also ich muss nur sagen, dass mir das echt leid tut für Jerome Flynn, weil so wie man das so in dem Behind-the-Scenes-Material gesehen hat, hat die ziemlich viel Spaß an dem Set. Okay. Ja. Nun ja, auf jeden Fall es ist eine sehr bedrohliche Atmosphäre. Vor allem kommt auch wirklich rüber, was für ein historischer Moment das ist. So dieses. Dieser Rat der Königin und des Königs des Nordens. Also quasi wie in Herr der Ringe im Bruchtal bei Elrond, der genau. Rat. Ja. Wie es weiter Naja, sein soll. Gut, aber da im Bruchtal sind ja alle auf derselben Seite und haben dasselbe Ziel. Und die streiten auch alle. Das sind Zwerge, das sind Elben und Menschen, die streiten dann auch. Aber sie sind jetzt nicht so krass angefeindet. Ja, das stimmt. Hier ist wirklich eine sehr, sehr, sehr zerrissene Atmosphäre. Und ich finde auch, ich hatte es, bevor aus Cersei angekommen ist, ich hatte so dieses leichte Gefühl, das ist eine Falle. Vor allem, weil auch die komplette Drachengrube mit Lannister-Soldaten umstellt war. Die hätten wahrscheinlich niemals eine Chance gehabt gegen die Dothraki, aber trotzdem. Sandor sagt ja auch genau das. So, ich bin aus Königsmund geflohen, weil ich nicht in dieser Scheißstadt sterben wollte. Und wer weiß, vielleicht sterbe ich ja jetzt doch hier. Also es wird genau klar, dass das eine unglaublich gefährliche Atmosphäre da ist. Und Sandor sagt dann auch, hinter jeder Scheißidee steckt ein Lannister. Und Tyrion antwortet, ja, und es gibt überall immer einen, und es gibt immer einen Clegane, der diesem Lannister dann hilft. Halt. Auftritt Cersei. Auftritt Cersei mit Gregor Clegane. Ja. Und ich fand die Musik auch wieder sehr toll. Das war so ein Part aus
Light of the Seven. Ja. Aus dem Stück von Ramin Djawadi. Das ist das, wo die große Septe von Baelor zerstört wird. Ja. Das Klavierstück vor allem, ne? Ja. Ja. Ja, und dann kommt es tatsächlich zu dem Moment, dass zuallererst Sandor vor Gregor Clegane tritt, seinem Bruder. Achso, ich habe noch eine Sache davor, was so von dem ganzen Set sehr auffallend ist, dass du halt einerseits Cersei in der Mitte hast und auf einer erhöhten Position. Ja. Und ihr, wie nennt man das, ihr Baldachin oder wie nennt man das, dieses... Ihr Pavillon ja. ist auch viel schöner verziert und da sind Lannister-Flaggen, also dass sie schon von so aus ihre Machtposition demonstrieren will ja. und auch halt erst so spät kommt, ja. aber sie hat halt nicht damit gerechnet, dass Daenerys auch noch später kommt. Genau. Ja. Weil das weiß man ja, dass die Coolen immer als Letztes kommen ja. auf Partys. Ja, genau. ja, und dann kommt tatsächlich Sandor und Gregor voreinander. Ja. Und ich meine, alle sind gehypt darauf, alle sind gespannt darauf, ob tatsächlich Sandor und Gregor Clegane gegeneinander kämpfen werden. Das wird passieren. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, Clegane Bowl confirmed. Genau. Aber ich finde das auch so krass, dass obwohl da jetzt zwei Königinnen und ein König anwesend sind, obwohl diese diese Situation so angespannt ist, ja. dass Sandor trotzdem einfach so die Eier hat, so hinzugehen ja. zu seinem Bruder und dem zu sagen, was er von ihm hat. Genau, und Sandor fragt auch ganz offen, ob Gregor ihn überhaupt noch erkennt, also wie viel Gregor im Berg noch steckt. Mhm. Und ja, man merkt dann schnell, dass Sandor noch seine lebenslange Rache nehmen möchte, dafür, dass Gregor ihn eins ins Feuer geschubst hat. Ja. Oder ins Feuer gehalten hat. Ja. Genau, und dann haben wir auch dann gleich schon den Auftritt von Daenerys. Ja. Also die warten erst ein bisschen und dann hören wir einen Drachenschrei. Ja, warum sprichst du so langsam? Achso, weil du mich zu Fragen angeguckt hast. Achso, nee. Ich wusste nicht mehr, ob ich jetzt Quatsch erzähle. Ich musste mir nur da nochmal vor Augen führen. Also erstmal klar, Daenerys will Eindruck schinden und Stärke zeigen und deswegen kommt sie da mit ihren beiden Drachen. Und nun sieht auch Cersei zum ersten Mal das Spektakel. Man kann davon ausgehen, sie sieht zum ersten Mal einen Drachen. Und da habe ich mir nochmal einfach aufgeschrieben, was für ein verrücktes Spektakel da ist. Wir haben die Drachengrube. Da sind drei Könige, beziehungsweise Daenerys, die sich halt zur Königin ausgerufen hat. Wir haben Cersei und wir haben Jon, den König des Nordens. Ein Bastard. Wir haben zwei Drachen. Wir haben drei Untote, wenn man den Wiedergänger zählt, wenn man Jon Snow zählt und wenn man Gregor Clegane zählt. Und wir können vielleicht noch Sandor mitzählen, wenn man dass er quasi wiedergeboren wurde. Da haben wir zwei Männer, die ihren Penis verloren haben, nämlich Varys und Fionn, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also wenn ich gerade noch jemanden vergesse, der seine Geschlechtsteile nicht mehr hat. Nein. Wir haben einen, der seine Hand verloren hat, nämlich Jaime. Und wir haben einen, der zumindest in den Büchern seine Nase verloren hat. Also es ist schon eine verrückte Konstellation da. Haben wir irgendwas vergessen, irgendwas Kurioses da? Ja, du hast gesagt, ich habe mir einfach noch aufgeschrieben, dass es das letzte Mal vor 170 Jahren war in der Seriengeschichte, dass Drachen in der Drachengrube waren. Ja, genau. Ich fand auch einfach geil, wie das aussah, wie gut Daenerys auf den Rücken des Drachen getrackt war. Ja, die haben sich da schon, was Effekte angeht, ziemlich weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall. Es sieht einfach atemberaubend gut aus, wie ich finde. Ja, und auch noch sieht, ist, dass wirklich jeder aufsteht, um das Spektakel, um dem Spektakel beizuwohnen, die Drachen zu sehen, ja. außer Cersei. Ja. Die hält ihre Wahrung, die muss halt ihre Machtposition ja. zeigen und halt dieses, sag ich mal, Desinteresse ja. Ein bisschen raushängen lassen, um ja. ihre Macht halt zu und zeigen. Und alle tragen wieder schwarz. Und selbst Daenerys hat ihr Weiß abgelegt, dieses Weiß hat sie ja in Folge 6 getragen, als sie jenseits der Mauer reist. Vielleicht, weil es einmal guter Schutz ist vor dem Schnee, weil Weiß ist halt Tarnung. Und zweitens auch, um ihre Nähe zu Jon zu zeigen. Aber jetzt trägt sie wieder... Die gute Tarnung auf dem riesigen, fetten Drachen. Ja. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass alle schwarz tragen. Und der Tod ist überall. Und vor allem ist der Tod in der Mitte. Und Tyrion setzt dann erstmal zur Rede an. Ich habe mich gefragt, während dieser gesamten Szene, so haben die das geprobt? Weil die hatten genaue... er konnte so seine Rolle spielen und jeder hat zu einem bestimmten Zeitpunkt das gemacht, was abgesprochen war. Ich hätte gerne die Proben dazu gesehen. Und dann machst du das, und dann machst du das, und dann machst du das. Kleiner Witz am Rande. Man sieht aber auch davor noch, wir haben so eine close Einstellung von Euron und er sieht Daenerys und man sieht, er ist eigentlich instantly verknallt. Ja, er hat in diese
komplette irre Frau, die auf einem Drachen reitet. Auf jeden Fall. Ich meine, er sagt ja später auch, und das ist ja auch, er ist durch die gesamte Welt gesegelt und hat alles gesehen, aber er dürfte keine Wiedergeborenen, also keine Targaryen auf einem Drachen gesehen haben. Warum schaust du mich so komisch an? Sagt er das? Der sagt doch, dass er niemals so was Schreckliches wie die Wiedergänge gesehen hat, dass ihn das erste ja, ist. Ja, aber er dürfte auch Daenerys niemals gesehen haben. Wo soll er denn Drachen und Daenerys gesehen haben? Aber er sagt es nicht. Ja, das hat sich gerade angehört, als ob du sagst, dass er das sagen will. Nein, er sagt das nicht, aber er sagt später, dass er durch die gesamte Welt gesegelt ist, aber er hat sicherlich nicht eine Targaryen auf dem Drachen gesehen. Ja. Also mal abgesehen vom Wiedergänger. Ja, also er dürfte davon unglaublich, unglaublich fasziniert sein, dass da Daenerys auf dem Drachen ankommt. Ja, und wir haben dann auch wieder die zweite Unterbrechung, also nachdem Sandor schon mal die Versammlung einmal kurz unterbrochen hat, okay, da war Daenerys noch nicht da, dass Euron jetzt nochmal alles unterbricht. Genau, Tyrion setzt zur Rede an, Euron unterbricht ihn sofort und spricht Fionn an. Ja, ist halt ein Badass, ein Riesenarschloch dieser Typ, aber wie gesagt, ich habe das schon jetzt mehrmals oft genug gesagt, ich bin ein Riesenfan von Pilo Asbeck, ich finde die gesamte Figur echt geil gespielt. Und es braucht auch einen Gregor Clegane, dass Euron sich wieder setzt. Ja, und das Wort von Cersei, also er hört ja nicht mal auf Jaime. Genau. Und dann setzt Tyrion halt zur Rede an oder beginnt damit und wieder mal ist es Jon, der dann vom Kampf gegen die Toten spricht. Ich habe geschrieben, Jon spult sein normales Verkaufsgespräch zum Thema Tod versus Lebende ab. Genau, aber er hat eine neue Formulierung, die mir persönlich sehr gefallen hat. Ich habe jetzt vergessen, genau was er sagt. Ich habe mir nur gemerkt, dass das geil war. Dies ist eine Armee. Wie war das nochmal? Was hat er da gesagt? Ja, also wenn man es zum fünften Mal gehört hat, seine Ansprache, dass es um Tod und Leben geht. Ja. Die anderen haben wahrscheinlich halt so, ach ja, du wieder mit deinem Tod und Leben. Komm, hör mal auf. Aber bei Leuten, die das zum ersten Mal hören, schindet das bestimmt noch ein bisschen Eindruck. Ja, letzten Endes ist dieser Rat, dieses Meeting dafür da, um eine Waffenruhe auszuhandeln. Denn sie zeigen dann, dass es halt eine wahre Bedrohung gibt, dass dieser Krieg zwischen Daenerys, Jon und Cersei überhaupt keinen Belang hat, denn dann zeigen sie das Mitbringsel und so. Was möchtest du sagen? Ich habe noch ein paar Sachen davor. Ja, bitte, hau rein. Und zwar nennt Cersei ja Dany auch Usurper, beziehungsweise im Deutschen Thronräuberin. Das ist ja eigentlich der Begriff, Robert Baratheon, den der Mann von ihr gegeben wurde. Ja. Sie hat da im Prinzip ja komplett Unrecht, weil Daenerys ja der Thron gestohlen wurde. Genau. Ja. Und was ich mir auch gedacht habe, dass Daenerys eigentlich schon, ich meine, die hätte einfach nur einmal kurz mit Drogon da in die Mitte stapfen müssen und einfach hier komplett Cersei und die alle abfacken müssen und alles wäre gut gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ich gedacht habe so, ja, warum? Warum eigentlich nicht? Ich dachte mir das auch, hätte Sandor nicht den Wiedergänger einen Meter weiterlaufen lassen können? Später. Nicht mal. Also ich meine, dann wär das Schiff gegangen und dann wäre halt Sir Gregor hätte dann angefangen, die anderen abzuschlachten. Ich meine, wenn etwas schief geht. Aber wenn Sandor verbrannt gewesen wäre, wäre halt auch. Nicht Sandor, Gregor. Wenn Gregor verbrannt gewesen wäre, wäre auch alles gut gewesen. Ja. Aber auf jeden Fall, also kommen wir dahin. Und ich habe da einen richtig coolen Kommentar gelesen, dazu komme ich aber später noch. Wer eigentlich schuld an dem allen ist, dass alles gerade so drunter und drüber geht und so viele Leute, also so ein Drachen kaputt und hier wieder Leute kaputt und sowas. Dass die Situation so verbrochen ist. Da willst du später drauf zurück. Ja, da habe ich wirklich einen witzigen Kommentar gelesen. Also gut, jetzt hast du es angeteasert. Ja. Dann kommt tatsächlich Sandor mit der Kiste, öffnet sie und nichts passiert. Das ist das, was der gute alte Alfred Hitchcock als Suspense bezeichnet hat, wenn man etwas erwartet, weil es beispielsweise die Folge vorher etabliert hat, nämlich dass Sandor auf die Kiste klopft und der Wiedergänger total ausrastet, dann macht er die Kiste tatsächlich auf und erstmal passiert nichts. Das steigert natürlich die Spannung ins Bodenlose. Weil also man halt denken könnte, dass der Wiedergänger jetzt doch am Arsch ist. Ja, genau. Und man hat halt auch tatsächlich Angst, es geht um sehr viel. Und man könnte sich fragen, wurde diese Suicide Squad-Mission jenseits der Mauer wirklich völlig umsonst gemacht? Ist der Wiedergänger einfach aus irgendeinem Grund gestorben oder vielleicht verschwunden, geflohen, was auch immer? Damit wird eben ein roter Hering gelegt, also eine falsche Fährte, als Sandor es umtritt und der Wiedergänger auf einen Schlag rausgesprungen kommt und direkt vors Gesicht von Cersei rennt. Und selbst, also das ist dann notwendig, ein Wiedergänger, der nach 8000 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen wird, ist notwendig, dass Cersei ihre
ihre Wahrung verliert, ihre Kontenance. Weil sie schreckt ziemlich zurück. Ja, aber man muss auch sagen, dass sie nicht aufgestanden ist. Ja. Sie hat es trotzdem ertragen, sag ich mal. Aber sie ist sehr erschrocken auf jeden Fall. Also ja. Es ist nicht diese kalte Cersei, denn ja. Sandor hält ihn dann auf und wir sehen dann auch, dass er ihn einfach in zwei Hälften schlägt und dass dieser Widergänger nicht tot ist, sondern einfach die Hälften von unabhängig voneinander noch sich bewegen können. Ja. Und wir sehen, dass... Mit anderen Worten, die Demonstration ist perfekt geglückt. Genau. Ja. Und Qyburn scheint wirklich einen Harten zu bekommen. Ja, was super er da sieht. Fasziniert von dem Ganzen. Hält sogar die Hand fest. Und ich meine, das macht ja auch Sinn. Schließlich ist sein größtes Interesse die Wiederbelebung. Ich meine, das ist ja, das, was er mit Gregor quasi gemacht hat. Das ist ja das große Faszinosum für Qyburn ist der Tod. Ja. Und davon ist er natürlich dann super fasziniert. Ja. Und dann, ich habe mir aufgeschrieben, John zieht ein Teleshopping-Programm durch. Weil er zeigt, zack, zack, so kann man die töten. Ja. Zack, zack, und so kann man die töten. Genau. Also ich fand, das sah echt so ein bisschen wie bei Teleshopping aus. Weil das alles wirklich so, da kommt direkt Davos, macht Feuer, zack, und dann verbrennt er das und zack, und Dragonglass, ja, es wirkt alles so geplant. So, also wie, wirklich, als hätten sie diese Vorstellung einfach mehrmals geprobt oder sowas. Ja. Und jetzt kommt die Generalprobe und alle auf ihre Plätze, alle auf ihre Position. Ja, John verbrennt die Hand. Also nicht Tyrion, sondern die tatsächliche und auch nicht Qyburn. Und auch nicht Qyburn. Und John spricht da tatsächlich vom großen Krieg. Und das ist auch eine Parallele zur Realität, nämlich The Great War. The Great also War, der erste Weltkrieg war auch der große Krieg. Es ist quasi, wir hier eigentlich einen zweiten Weltkrieg eher haben, weil die lange Nacht, die wird ja schon mal vor 8000 Jahren. Genau. Jaime ist auch ziemlich entsetzt, als Daenerys ihm verrät, dass es nicht nur ein paar von diesen Wiedergängern gibt, sondern Hunderttausende. Mhm. Dabei reden sie da noch nicht einmal direkt in dieser gesamten Szene von den weißen Wanderern. Genau. Ja. Die ja eigentlich noch mal ein bisschen schlimmer sind. Ja, und dann kommt wieder der nächste Auftritt von Euron Greyjoy. Der sagt eben, dass er um die Welt gesegelt ist, was ich eben gesagt habe, und dass der Wiedergänger das erste ist, was ihm Angst gemacht hat, jemals. Und dass er deswegen zurück zu den Eiseninseln reist. Und er empfiehlt auch Dany, zurück nach Drachenstein zu segeln. Einfach abzuwarten, bis die Toten über Westeros... Bis der Winter vorbei ist. Ja. Genau, bis der Winter vorbei ist. Und dann sind die letzten, die es noch gibt. Was er aber nicht bedenkt, ist auch, dass... ich meine, er weiß ja noch gar nichts von dem... Das haben sie ja auch irgendwie in dieser Szene nicht erzählt, dass der Nachtkönig einen Drachen hat. Gut, das hat natürlich seinen Grund, warum sie das nicht erzählen. Ja. Aber da wäre er also selbst auf seiner Insel nicht besonders sicher unbedingt. Vor allem auch auf dieser Insel wächst nichts. Ja. Also, ich meine, das Motto des Hauses Graufreud ist, wir säen nicht. Ja. Ich meine, dann verhungern die alle auf der Insel. Genau. Weil dieser Winter endet ja auch nicht. Aber wir erfahren ja auch später, in einer späteren Szene, dass das nur ein abgekartetes Spiel war. Dass nämlich Euron das gar nicht wirklich macht. Und hier habe ich mich gefragt, what the fuck? Also... Wie kann das sein? Also sie wussten vorher doch nicht von den Wiedergängern. Wie können sie das geplant haben? Also vielleicht so eine kleine Abmachung irgendwie. Das, vielleicht haben die gesagt, wir improvisieren das. Wir machen das zusammen, aber wir improvisieren es einfach. Das wirkt halt schon sehr konstruiert so ein bisschen. Also dass das halt so alles so funktioniert hat. Also verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Wie zur Hölle kann Euron, also wie können sie allgemein das wirklich vorher geplant haben? Das ist... Ich weiß es nicht. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig. Das war, wie gesagt, ich brach am Anfang unserer Folgengespräche davon, dass diese Folge ein paar Abstriche hatte. Also klärt mich gerne auf. Ich frage mich das halt persönlich wirklich nur. Vielleicht hat Dany das ja auch nur irgendwie vor Jaime gesagt. Oder vielleicht haben sie das nach dieser Szene irgendwie geklärt. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auch zu müde, um das genau drüber nachzudenken. Aber auf jeden Fall kommen wir hier zu einem Ende mit der Szene. Cersei nimmt unter einer Bedingung an, nämlich dass Jon danach, nach diesem Kampf gegen die Toten, nicht gegen Cersei in den Krieg ziehen darf. Und hier kommt es zu einem großen Stark-Moment, denn Jon könnte problemlos lügen und ihr später dann doch in den Rücken fallen. Und Cersei erwähnt ja nochmal wieder Ned Stark, den ehrenvollen Ned Stark. Genau. Aber Jon steht zu seinem Wort und sagt, dass er bereits Dany die Treue geschworen hat. Und Cersei weiß halt auch, dass Johns Wort alles bedeutet, denn er ist ein Nordmann, er ist eben der Sohn oder zumindest der scheinbare Sohn von Eddard Stark. Ja, und wir sehen, also John ist hier zwar ehrenhaft, aber wirklich jeder findet das beschissen. Jeder findet das auch blöd und Dany ist sehr entsetzt über John, aber sie respektiert auch seine Ehrlichkeit und seine Prinzipientreue, das sieht man bereits in dieser Szene. Und wir sehen dann auch, dass Brienne auch noch Jaime aufhalten will und dann sagen will, dass er mit Cersei reden soll. Ja. Und
Jamie weiß genau, dass sie recht hat. Genau, sie sagt auch Scheiß auf Treue. Ja. Fuck Honor. Fuck Honor. Ich meine, hier geht's um mehr als nur Häuser, hier geht's um mehr um. Wir haben eine Figurenentwicklung bei Brienne. Stimmt, ja. Das ist wahr. Tyrion sagt auch ganz offen, dass John manchmal lügen sollte. Und John sagt auch, er weiß genau, dass das sein Vater oder sein scheinbaren Vater Eddard Stark das Leben gekostet hat. Ich meine, John hat doch schon mal gelogen, was unehrenhaft war. Der hat für die Nachtwache gelogen, bei den Wildlingen, dass er sich denen anschließen will. Das war ja auch eine Lüge. Da war es okay. Aber wenn es jetzt um die Weißen Wanderer geht, wo eine riesige Bedrohung ist, dann ist es wieder nicht okay. Stimmt eigentlich. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, aber er steht trotzdem seinem Wort. Er ist eben der König des Nordens. Und dann kommt es zu diesem verrückten Plan von Tyrion, dass er persönlich zu Cersei spricht. Ja. Übrigens hat mich diese kurze Szene mit Brienne, wo sie sagt, fuck Honor, da sie ja gegen Sandor gekämpft hat, haben die ja so eine Verbindung quasi. Und Sandor hat ja auch damals gesagt, fuck the King. Also dieses fuck the Kingsguard. Genau. Fuck the city and fuck the King. Ja. In den Büchern sagt er übrigens, bugger the King. Bugger the Kingsguard. Bugger the. Ding. Das hört sich nicht so cool an. Das hört sich echt nicht so cool an, ja. Ja, Bagger ist halt ein altes Wort für Fakt, aber egal. Auf jeden Fall. Bagger, aber das ist doch so ein bugger. Gerät, mit dem man so Erde so rausnehmen kann. Und wir gehen rüber zum Roten Bergfried, zum Red Keep. Da geht tatsächlich Tyrion zu Cersei und der Berg begleitet ihn. Tyrion wagt sich in die Höhle des Löwen. Genau. Hier haben wir auch den Kontrast zwischen dem riesigen Gregor Clegane und dem winzigen Tyrion Lannister. Und dann kommt es zu einem Dialog zwischen Jaime und Tyrion. Ich finde, die scheinen wieder so leicht versöhnt zu sein. Also Jaime hat ja beim ersten Treffen, war ja noch sehr sauer. Mhm. Aber ich glaube, er hat sich gefreut, seinen Bruder zu sehen. Und hier sehen wir halt auch, dass es ihm ja auch ein bisschen nahe geht, dass jetzt Tyrion sich da traut und dass es gut sein kann, dass der nie wieder rauskommt. Genau. Also Jaime ist doch noch immer auf Tyrions Seite. Ja. Und dann auch wenn die auf unterschiedlichen Seiten stehen. Genau. Und dann kommt es zu diesem unglaublichen Dialog zwischen Cersei und Tyrion. Und wir hören so eine ganz langsame Version von Reigns of Castamere angespielt werden. Wir haben eine totale, die eine Overshoulder von Daenerys, von Cersei ist, also aus der Sicht von Cersei quasi gemacht ist. Das zeigt halt auch nochmal die Machtposition von Cersei, weil sie dadurch in dieser Einstellung, in dieser Kamerafahrt halt nochmal größer wirkt. Und Tyrion kleiner, als er eh schon ist. Genau. Und ich finde auch, dass gerade auch die Szene war mit einer meiner Lieblingsszenen, weil das einfach wieder so, ich sag mal, das gute alte Game of Thrones war. Das waren wieder tolle Dialoge und gerade Peter Dinklage, was er da gemacht hat, hat mich auch wieder sehr, gerade weil er wieder so emotional gebrochen scheint und halt kurz vor den Tränen ist. Er hat mich ein bisschen an die Gerichtsverhandlung aus der vierten Staffel erinnert, dann musste ich mir die direkt danach wieder angucken. Ja, schön. Ich guck mir die zwischendurch immer wieder gerne an. Ja. Und dann sagt Cersei, dass sie versteht, warum Tyrion sich Daenerys angeschlossen hat, denn auch Daenerys ist eine Hure. Mhm. Sie kennt ja Tyrions Liebe für Huren und er hat ja auch da eine sehr besondere Vorgeschichte mit einer Hure. Mit zwei Huren. Oder sagen wir mit zwei Huren, wenn man Shay noch dazu zählt. Tyrion sagt, dass Daenerys Feuer und Blut bringen wollte, das Motto des Hauses Targaryen. Und das ist Tyrion ist eigentlich, der das Haus Lannister beschützt. Ja. Denn Cersei behauptet ja das genaue Gegenteil. Und Tyrion sagt dann, ja, dann bring mich halt um, wenn das so sein soll. Und Cersei bringt das halt nicht übers Herz, sag ich mal. Ach, du bist ja, ich habe noch ein paar Punkte davor. Okay, denn, also er rechtfertigt sich ja erstmal für den Mord an Tywin, am Vater. Denn der Vater wollte ihn ja umbringen. Und er erklärt auch, dass er Tommen und Myrcella geliebt hat. Und dabei macht Cersei Tyrion dafür verantwortlich, dass die beiden gestorben sind. Denn hätte Tywin noch gelebt, hätten die Tyrells und die Martells nicht gegen die Lannister vorgegangen und sie hätten nicht sich in Tommens Hirn gewaschen. Das ist auch und so das dümmste Argument. Auf jeden Fall. Hätte sie nie ihren Bruder gefickt, wäre alles nicht so schlimm gekommen. Ja, das ist wahr. Also es ist halt Cersei. Immer sind es die anderen schuld und nie sie selbst. Und Tyrion hat ja sogar laut, also wirklich in Cerseis Gedankenwelt, mehr als nur Tywin, Tommen und Myrcella getötet, sondern auch mit seiner Geburt die Mutter, Joanna Lannister. Also es ist halt völlig absurd, jemandem vorzuwerfen, dass er mit seiner Geburt die Mutter umgebracht hat. Aber so sind halt die Lannisters. Und so ist vielleicht auch das Mittelalter. Oder vereinzelt Personen. Ich meine, Jaime ist ja nicht so. Genau. Was soll auch Cersei da machen? Was soll Tyrion da auch machen? Aber Tyrion spielt dann ein hartes Spiel. Er sagt Cersei ganz offen heraus, dass der
dass sie doch den Auftrag geben soll, dass der Berg ihn tötet. Ja. Aber sie bringt es nicht übers Herz. Ja, warum tut sie das nicht? Also einerseits wahrscheinlich, weil sonst ihr Plan nicht aufgeht, den sie ja gestrickt hat. Und andererseits... Also Daenerys würde dann halt einfach auch checken, dass Cersei gar nicht vorhat, gegen die Toten mitzukämpfen. Ja, ja. Also ich denke mal so, dass das... Dass sie, auch eine, sie ist halt wirklich eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Also nicht nur Lena Headey ist eine gute Schauspielerin von Cersei, sondern Cersei ist auch eine gute Schauspielerin an sich. Ja. Weil wir auch später noch sehen, dass sie ihren Bauch anfasst ja. und dass sie von, genau von Familie redet. Und ich finde, da hat man dann schon, wenn man das im Nachhinein weiß und das nochmal guckt, dass man genau weiß, das hat die alles nur geplant. Ja, genau. Die wollte Tyrion auf die falsche Fährte locken. Die wollte, dass er denkt, dass er so clever ist, weil er ja früher auch immer gesagt hat, du bist nicht halb so clever, wie du denkst, dass du es bist. Ja. Aber sie ist inzwischen wirklich viel cleverer geworden wie damals. Absolut. Und das... ja. Sie, dass das wirklich halt alles Teil ihres Plans ist. Genau. Und dass sie halt die ganze Zeit nur Schauspieler. Genau. Weißt du, was ich mich da auch gefragt habe? Ist das vielleicht auch nur überhaupt ein Bluff, dass Cersei überhaupt gar nicht schwanger ist? Ist das nicht vielleicht... Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, wir haben auch wieder ganz viele Kommentare bekommen. Hä, sie kann doch nicht noch ein Kind bekommen. Es gibt ja die Prophezeiung. Vielleicht. Es spricht ja schon auch ein bisschen dafür. Definitiv, Ich finde, muss man sich jetzt nicht so krass dran aufhängen, auch wenn das gesagt wurde. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass also sie könnte schwanger sein und das Kind stirbt dann davor oder sie beide sterben. Oder sie ist halt wirklich nicht schwanger und benutzt das einfach benutzt nur als Druckmittel. Gegen ihre beiden Brüder vor allem, weil das ja ein neuer Teil der Lannister-Familie wäre. Auf der anderen Seite, es vergeht ja viel Zeit in dieser Schlacht, vielleicht... Naja, wer weiß. Irgendwann müsste sie ja einen dicken Bauch bekommen. Wenn es gefaked ist, müsste sie ja auch... Ach, wer weiß. Nee, ich verwerfe diesen Gedanken gerade von mir. Nachdem die beiden Wein trinken... genau, sie ist gar nicht schwanger, denn sie trinkt Wein. Man soll ja, wenn man schwanger ist... Ja, genau. Also das sieht Tyrion, sie trinkt keinen Wein, sie fasst sich an den Bauch und sie benutzt das Wort Familie. Ja. So, das weist halt drauf hin. Ja. Gut, dann gehen wir ein weiteres Mal zurück in die Drachengrube. Da sind Dany und Jon und die beiden reden und halten einen Drachenknochen fest, beziehungsweise es ist ein Gebiss. Ich frag mich, warum der da noch liegt. Also wenn ich aus dem Volk gewesen wäre, hätte ich mir gedacht so, boah, hol ich mir ein paar Drachenknochen. Ich glaube, die sind ja auch... Was wert? Was wert, ja. Also, das ist halt auch so eine Sache. Liegen die da wirklich seit anderthalb Jahrhunderten und... Keiner kam auf die Idee, die mal mitzunehmen. Oder ist das irgendwie abgesperrt? Darf man da nicht rein? Aber oder? Warum sollte man das absperren? Was ist da? Das war so in der Drachengrube passiert ja auch nie. Vielleicht denken die auch, dass das verflucht ist oder ich weiß es nicht. Aber dann traut sich trotzdem jemand rein. Irgendjemand, also wirklich, liegen die da seit 170 Jahren einfach rum? Wirklich? Kann man das wirklich so? Also, na gut. Ja, das ist auch wieder so eine Kleinigkeit. So ein Detail, ja, gut. Ja. Gehen wir davon aus. Das soll ja auch nur die Szene unterstützen. Ja. Einfach visuell. Ja, die reden schließlich auch über den Untergang der Drachen und Daenerys redet darüber, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und Jon fragt auch so, wie kommst du eigentlich auf diese Idee, auf diesen Gedanken? Und Dany sagt, ja, das hat mir damals die Hexe gesagt, die meinen Mann umgebracht hat, also Miri Mazdur. Und Jon weist sie darauf hin, wie blöd das eigentlich ist. Ja. Also, dass Miri Mazdur vielleicht einfach nicht... keine Ahnung hat. Er sagt ja auch davor, dass ihre Familie noch nicht am Ende ist. Habe ich mir gedacht, ja, da will er natürlich nachhelfen. Ja, natürlich. Ja. Und sie sagt auch, glaube ich, davor, dass ein Drache kein Sklave ist. Und das ist ja auch wieder so ein Zitat aus der dritten Staffel, vierte Folge. Das sagt nämlich, das sagt sich zu dem Sklavenmeister Krasnas, dass ein Drache kein Sklave ist. Ja. Und was ich dann auch witzig fand, er sagt dann ja auch, ja, da hatte Tyrion wohl recht. We are fucked. Ja. Und das war definitiv witzig, ja. Ja, ich meine. Achso, auch wegen dem Fakt, oder genau. was? Ja. Gut, also ist ja auch eine schöne Sache, dass John sie zum Lachen bringen kann. Denn der Weg in das Herz einer Frau ist über ihre Lachmuskeln. Ja? Also direkt so rein, also wenn du dich hier so reinspritzt. Ja. Genau, du musst dich chirurgisch genau auskennen mit der Anatomie des weiblichen Körpers. Du musst die Lachmuskeln finden und dann musst du quasi dein Blut hineinspritzen und so verliebt sich jede Frau nicht. Dating-Tipps von Alper. du hast damit angefangen, nicht ich. Du hast genau ausgeführt. Du weißt genau, was ich meine. Du hättest es beenden können. Schon bevor, du hättest im Keim ersticken können. Ja. Ja, gut, damit haben wir wieder mal einen neuen Tiefpunkt der Filmfabrik. Ein neuen Zenit. Einen neuen Zenit erreicht. Negativ-Zenit. Apropos Zenit, es kommt zum Zenit. Okay, das ist schlechte Überleitung. Tyrion und Cersei kommen zurück und tatsächlich... Ich habe mir da auch bei der Szene gedacht, so, Tyrion macht endlich wieder Tyrion-Dinge,
Aber wenn man halt weiß, worauf das hinausläuft. War schon wieder eine Drecksentscheidung quasi. Ja. Denn Cersei gibt vor, dass sie die Waffenruhe will und den anderen dabei helfen will, die Armeen der Toten zu besiegen. Zumindest scheinbar. Tyrion hat also scheinbar nur den Tag gerettet. Und sie sagt, erinnert euch daran, dass ich ohne einen Gegenwunsch euch geholfen habe. Ja. Ja. Und sie sagt dann noch, call the banners, also ruft unsere Banner. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Zitat an die erste Staffel mit Robb Stark, wo er dann sagt, call the banners und dann irgendwann all of them. Ja, aber vielleicht meint sie ja mit call the banners auch Bruce Banner und den Hulk. Also, dass sie dann diese crazy Hulk-Familie, dass die dann helfen. Genau, dass der Hulk quasi zur Hilfe kommt. Aber jetzt stell dir mal vor, der Nachtkönig kommt an so einen Hulk und verwandelt in einen blauen Hulk. Es gab bestimmt schon mal einen blauen Hulk, oder? Es gab verschiedenfarbige Hulks, auch einen blauen. Jetzt werden wieder fragen, was redet ihr da von Hulks? Das ist ein Witz. Das kommt halt raus. Das war Ironie. Viele werden jetzt sagen, boah, dass sie das noch sagen müssen, dass Ironie ist, aber wir müssen es tatsächlich sagen, sonst kriegen wir wieder ellenlange Nachrichten. Gehen wir über in den Norden, reisen wir nach Winterfell. Genau. Zu Sansa und. Denn man hört einen Raben und da wissen wir, wenn man den Raben hört, kann Littlefinger nicht weit sein. Und vor allem, wie wir später noch erfahren werden. Auch ein Bran. Stimmt das ja irgendwie mit dem Raben und dass Bran ihm durch den Raben quasi zugehört. Ja, dazu komme ich noch. Ja. Sansa hält eine Nachricht von Jon. Sie liest quasi, dass Jon vor Daenerys das Knie gebeugt hat. Und, haben wir aber auch nie gesehen. Hat er ja nur verbal gemacht. Er konnte sich ja nicht hinknien, als er da verwundet lag. Aber vielleicht hat er das auf später noch auf dem Schiff. Irgendwie so. Ja. Irgendwann konnte er wieder normal laufen. Vielleicht wird er sich ja auch niederknien, um einen Heiratsantrag zu machen. Wer weiß. Ja, das kommt bestimmt. Das kommt bestimmt. Aber wobei? You said you will bend your knee, bla bla bla. Ja. Now you really bend your knee, bla bla bla. Irgendwie sowas kommt bestimmt. Oh, ich will, dass du die nächste Folge schreibst. Ja, nein. Bla bla bla. Littlefinger spricht bereits davon, dass Jon und Daenerys heiraten könnten, da beide einsame Singles sind. Gut aussehende einsame Singles. Elite-Partner. Elite-Partner. Und dann kommt Littlefinger allgemein diese Szene auf seine grundlegende Philosophie zu sprechen. Beziehungsweise man sieht weiterhin, wie er Zwietracht sät. Das ist so Littlefinger. Vielleicht ist das, also wir erfahren ja leider auch in dieser Folge nicht, was die Worte des Hauses Baelish sind. Ich schlage vor, wir säen Zwietracht. Wir sehen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne? Hatten wir das schon mal? Ja, tatsächlich. Wir sehen ja auch gerade in dieser ganzen Szene, dass Kleinfinger halt auf der einen Seite versucht, Sansa und Jon voneinander zu trennen und auf der anderen Seite Sansa und Arya, dass er quasi die alleinige Kontrolle über sie hat. Genau. Also er sagt auch ganz offen, Jon wurde zum König des Nordens gewählt. Er könnte aber auch abgewählt werden. Ja. Es sind so Ideen, die er in den Kopf von Sansa zu implementieren versucht. Er sagt auch dann später, dass Arya Sansa töten könnte. Sie sprechen dann auch allgemein über die gesichtslosen Männer, The Faceless Man, die dem Gott des Todes huldigen, der eben alle anderen Religionen und Gottheiten in sich verinnerlicht. Und Littlefinger spricht eben dann von seinem Spiel, von seiner grundlegenden Philosophie, dass er manchmal überlegt, was könnte das schlimmste Motiv meines Gegenspielers sein. Und somit versucht er Sansa mal weiter einzureden, dass Arya Sansa umbringen möchte. Und Sansa merkt sich diese Worte ganz genau. Genau. Der Plan macht ja vielleicht Sinn, denn er versucht Sansa einzureden, dass Arya sie hasst, weil Sansa die Boltons und die Lannisters, also Tyrion Lannister, geheiratet hat und Joffrey heiraten sollte. Mit diesem gefundenen Brief, der den Sansa erschreiben musste, hätte Arya auch noch vor allen anderen Nordmännern eine Rechtfertigung für den Tod. Und dann wäre theoretisch, wenn Arya das so tun würde, die Lady von Winterfell. Aber wie wir später erfahren, tappt Littlefinger da selbst in eine gewaltige Falle. Aber ich finde auch, dass das null zu Arya passt, Lady von Winterfell sein zu wollen. Klar. Und dass Sansa das wahrscheinlich auch genau weiß, dass Arya, das war ja nie das, was sie wollte. Und das ist sie auch nicht geworden. Ja. Und es wäre für Arya wahrscheinlich 100.000 Mal einfacher gewesen, Sansa einfach um die Ecke zu bringen, ihr Gesicht abzuziehen und so Ding zu sein, ohne diesen kompletten Mega-Umweg mit vor allen Lords quasi schlecht machen und dann hinrichten lassen, weil das ja eigentlich viel komplizierter ist. Ja. Und außerdem, letzte Folge hat ja auch noch Brienne Sansa gesagt, so du weißt, dass Littlefinger die wahre Bedrohung hier ist. Ne? Ja.
Und hier wollte ich auch noch mal kurz über die Kameraarbeit sprechen, die halt auch sehr interessant ist, weil wir haben hier zwei Personen. Ach so, du meinst, das ist mir auch aufgefallen. Das Framing? Das Framing, dass die normalerweise schaut, in die Richtung, in die man schaut, lässt man so ein bisschen Platz frei. Meinst du das? Mach's so ein bisschen einfacher. Also wenn zwei Personen links und rechts sprechen, also eine Person ist links, eine Person ist rechts, dann setzt man die rechte Person rechts ins Bild, sodass sie nach links Platz hat zum Sprechen und die linke Person links ins Bild, damit sie nach rechts Platz hat zum Sprechen. Ja, und dass man halt diesen Platz auch lässt, also dass das Bild frei ist. Hier dass, wurde dass das... Dass sie quasi in diese leere Bildhälfte rein sprechen. Das ist halt einfach, um Räumlichkeit zu schaffen, damit Figuren verstehen, wo sie hinsprechen. Das wirkt halt sehr natürlich. Genau. Hier ist es aber halt nicht so. Die linke Person, also Sansa, wurde rechts ins Bild gesetzt und blickt trotzdem nach rechts. Mhm. Der ist halt plötzlich links die Leere und rechts ist kein Platz mehr. Ja. Und die andere Person, nämlich Littlefinger, die rechte Person, ist links im Bild und blickt nach links. Also das ist erstmal natürlich ästhetisch interessant. Und selbst wenn man das als Zuschauer nicht bewusst versteht, was da gerade passiert, hat man das Gefühl, dass da irgendwas anders ist. Faul, ja. Irgendwas ist faul. Also damit suggeriert bereits die Inszenierung, dass hier noch was anderes vor sich geht. Dass das Ganze noch eine weitere Ebene hat. Dass die Personen gar nicht miteinander reden, sondern quasi jeder für sich. Dass sie eben noch versteckte Ambitionen haben. Littlefinger hat nämlich die versteckte Ambition, Sansa zu täuschen. Und Sansa lässt ihn aber da auch in eine gewaltige Falle tappen. Wenn du gerade auf so Kameraarbeit stehst, wo halt manchmal so viel Platz frei ist, dann kann ich Sherlock. Mr. Robot. Mr. Robot. Da wird sehr, sehr, sehr viel damit gearbeitet. Ja. Aber Sherlock macht das auch zum Beispiel sehr, sehr gerne. Figuren verrückt zu kadrieren, zu framen, also in ungewöhnlich ins Bild zu setzen. Okay. Das ist ein nettes. Nettes Detail, ja. Ja, genau. Sind wir mal durch in Winterfell? Damit sind wir durch und kommen nach Drachenstein zur bemalten Tafel. Genau, da gibt es die ersten Kriegsplanungen, wie, wann, wer, was, wohin geht. Genau, die Unbefleckten und die Dothraki sollen nämlich sich zusammentun und nach Winterfell reisen, marschieren. Und was denn? Nee, das lese ich nicht vor, was ich hier geschrieben habe. Darf ich das wenigstens lesen? Wo steht das? John. Okay, Jorah sagt, dass Danny nicht mit den anderen halt nach Winterfell reisen soll, sondern dahin fliegen soll. Denn es braucht nur einen Nordmann mit einer Armbrust, der sie töten könnte. Und Jon sagt aber, es wäre eine bessere Botschaft, wenn sie verbündet zusammen mit dem Boot reisen würden. Wir wissen genau, was hier passiert. Jon will erstens auch mit ihr, also nicht nur, weil es eine gute Botschaft ist, sondern weil er auch Zeit mit ihr verbringen will. Wahrscheinlich, ja. Und der verliebte Jorah will das natürlich nicht. Also es sind wieder zwei Ebenen, die hier stattfinden. Einmal dieses politische Gehabe, dieser tatsächliche strategische Talk, aber auch das einfach das Zwischenmenschliche, das Persönliche, dass Jorah nicht will, dass Jon Daenerys knallt. Ja. Aber ob er will oder nicht, es wird passieren. Ja, da kann er. Das wissen wir leider schon. Ja, und wir bleiben in Drachenstein, gehen aber in einen anderen Raum, nämlich in den Thronsaal. Da spricht Fionn Jon an und Jon hasst ja eigentlich Fionn, weil Fionn die Starks verraten und Winterfell eingenommen hat. Die haben sich ja schon einmal gesehen und das war kein schönes Wiedersehen. Genau. Aber Fionn redet mit ihm und ich glaube, Jon merkt auch, dass Fionn Reue empfindet. Sehr, sehr, sehr viel Reue empfindet. Genau. Und wir kommen im Prinzip auch zu so einem Versöhnungsmoment. Genau. Also da ist kein böses Blut mehr zwischen den beiden. Genau. Und Fionn respektiert halt Jon ungemein und sagt, dass Jon schon immer wusste, was richtig ist. Und hier wollte ich auch noch mal kurz einen Bezug zu den Büchern setzen, denn Jon ist schon eine besondere Person, eine besondere Figur in den Büchern, eine, die sich von anderen abhebt, denn er ist meistens der reine, gute Underdog, so der Bastard, der aus dem Nichts kommt, den man liebt, den man unterstützt, weil er immer das Richtige zu tun versucht und auch immer Der hat sich freiwillig der Nachtwache angeschlossen. Ich meine, das sagt ja schon so viel aus. Genau, also wenn es einen Helden in dieser Geschichte gibt, dann ist es wohl Jon. Jon ist Aragorn. Was? Okay. Ja. Willst du das so? Okay, ja gut, sagen wir es so. Als, fängt ja auch als Streicher an. Und, genau. Wird dann König. Genau. Fionn sagt, es ist eine unmögliche Wahl, so ob ich Stark oder Greyjoy bin, denn er ist ja als Mündel von Eddard Stark in Winterfell erzogen worden. Und Fionn sagt etwas, Jon sagt etwas ganz Besonderes, so, du musst dich nicht entscheiden, du bist eben Stark und du bist Greyjoy, du bist beides. Kann man sagen, dass Jon quasi für die doppelte Staatsbürgerschaft ist. aber es stimmt ja auch, also das ist so meine persönliche, jetzt wird es ein bisschen politisch, das ist halt auch meine persönliche Einstellung. Und hier gibt es ja auch
eine wichtige, so ein Foreshadowing quasi zu dem, was später in der Folge kommt. Also, warum sollte ein Mensch wählen? Warum muss man immer eines sein? Warum muss man schwarz-weiß denken, immer so radikal? Warum so verbissen? Manche Menschen haben eben zwei zu Hause, manche Menschen haben zwei Identitäten und das muss auch die Politik verstehen. Und hier gibt es ja auch die, wie gesagt, dieses Foreshadowing zu dem, was später kommt, wenn Jon irgendwann endlich mal erfährt, dass er halb Stark, halb Targaryen ist, dann wird Fionn ihm vielleicht auch irgendwann sagen können, du musst dich nicht entscheiden, du bist beides. Er ist halb stark. Er ist halb stark, ja. Genau, und Fionn beschließt auch in dieser Szene, Yara bzw. Arsha zu retten. Genau, und dann gehen wir auch gleich weiter an den Strand, oder hast du noch was? Nö. An den Strand und wir gehen an den Strand! An den aber Strand, da ist es irgendwie nicht so schön. Drachenstein. Ja. Und die Eisenmänner sind eigentlich gerade dabei abzuhauen, um nach Essos auf irgendeine Insel zu reisen und da die Männer zu töten und mit den Frauen neu anzufangen, die Frauen zu heiraten. Aber ist es sicher, dass es Essos ist? Also sagen die das? Also ich glaube, die sagen Richtung Osten. Ach so, okay. Ja. Oder halt dann im Sommermeer irgendwo. Okay, ja, ja. Ja. Ja, aber gut, das würde ja auch Sinn machen, dass sie an den Norden von Sotorius oder sowas reisen, da würden sie ja genau hinpassen. Das ist ja, ja aber so der. Wenn die Eismänner sind und wissen, also ich meine, die Legenden sind ja da, dass wenn du auf Sotorius gehst, auf Sotorius selbst, ja. Mit irgendeiner grauenvollen Krankheit. Genau, aber der Norden ist viel bereist und viel bevölkert. Also da gibt's. Da nee, nur an den äußeren Rändern. Ja, ja, ich sag ja, ganz weit im Norden, ja. Da an diesen kleinen Inseln. Aber da, Achso, die Inseln. Ja, ja, diese Inseln vor Sotorius im Norden da. Auch, die sind auch nicht alle so ganz koscher, aber ja, genau, wahrscheinlich gäbe es. Aber, aber da, vor allem da befindet sich der gesamte Scum, der gesamte Abschaum. Genau. Also man sagt, da würden die ja super hinpassen. Deswegen sage ich ja, die würden da super hinpassen. Aber ja. Genau, und wie die Kultur der Eisenmänner halt so ist, muss man sich beweisen und Kraft zählt über allem. Ja. Und Stärke. Und so kämpft Theon gegen den Eisenmann, der der Anführer dieser kleinen Gruppe zu sein scheint. Hat der einen Namen? Wahrscheinlich schon, aber. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab den leider nicht nachgeguckt. Ich habe den auch nicht nachgeguckt. Ja. Wir nennen ihn einfach Victarion. Nein, lass ihn uns. Also es kommt tatsächlich zum tatsächlichen. Es kommt zum wörtlichen Machtkampf. Und so klärt man das eben unter den Eisenmännern und Fionn kriegt richtig, richtig auf die Fresse. Ja, das war so ein bisschen so ein Rambo-Moment. Ja. Der muss eigentlich die ganze Zeit einstecken und erst ganz am Schluss teilt er aus. Also nicht Rambo. Oh, ja, Rocky. Ja. Spaß. Fionn hat halt auch gelernt, viele Schläge einzukassieren. Spätestens. Ich meine, ja, ist wohl von Ramsay Bolton. Was willst du dem noch antun, was der noch nicht erlebt hat? Ja, aber damit gewinnt er sich halt auch den Respekt der anderen Eisenmänner, weil er ja tatsächlich einen wahrhaften eisernen Willen hat. Und dann kommt es zu diesem glorreichen Moment, in dem ihm dieser Anführer mehrmals in die Eier tritt, aber es nichts bringt, weil Fionn von Ramsay kastriert wurde. Der Marius hat es sehr schön ausgedrückt. Deus ex Eunuchia. Ja, und indem er diesen Eisenmann halt besiegt, hat er sich von den anderen Eisenmännern den nötigen Respekt verschaffen und sie fangen an, ihm zu folgen. Denn Eisenmänner folgen nur der Stärke. Das ist nämlich richtig, ich habe mir aufgeschrieben, dass es richtig animalische, primitive Rudeltiere sind. Teilweise. Ja. Ja, kann man wirklich so sagen, finde ich. Ein bisschen, ja. Und dann reinigt sich Fionn mit dem Wasser, was ja auch was. Also mit dem Meerwasser, mit dem salzigen Wasser. Genau. Was ja auch was sehr Symbolhaftes hat. Ja, so nennen Wiedergeburt. Reinigung. Oder Reinigung. Genau. Und vor allem, wenn man weiß, dass die Eisenmänner ja für das Wasser leben und auch im Wasser quasi neugeboren werden mit ihrem ertrunkenen Gott. Man wird ja auch getauft mit diesem Meerwasser. Genau. Ja, dann sind wir wieder in Winterfell. Ja. Da an der sind wir erstmal an der Mauer. Sansa denkt nach und sagt, dass man ihr Eier bringen soll. Also nicht also an der Mauer von Winterfell. Das klingt gerade so, als ob die an der Mauer ist. Also an der Burgmauer von Winterfell. Und Arya sagt, dass man ihr Eier. Sansa sagt, dass man ihr Eier bringen soll. Und dann gehen wir über in die große Halle. Sansa sagt, dass man ihr Eier bringen soll. ja, wir als Zuschauer denken vielleicht, dass Arya nun ihr Ende findet. Wir haben auf beiden Seiten der Halle ganz viele Ritter, die sie streng beäugen. Ja, also selbst da ist Arya mit ihrer tollen Kampfeskraft, ihrer tollen Kampfkünste unterlegen. Da würde sie auf jeden Fall sterben. Genau. Da stellt sich die Frage, ob er wirklich die Starks jetzt auseinandergetrieben hat. Hat er wirklich das Chaos angerichtet, das er liebt? Chaos ist ja eine Leiter, auf der er zur Macht klettern kann. Und die Anklage lautet auf Mord und Hochverrat. Allerdings nicht für Arya, sondern für
Lord Baelish. Genau. Und ich habe mir auch so vorgestellt, dass es für Kleinfinger wahrscheinlich, also die Situation ähnlich war wie damals, als Eddard Stark in den Thronsaal kam mit seinen Nordmännern und gedacht hat, er könnte jetzt Joffrey absetzen. Genau. Und er hat ja da auch aus dem Hintergrund agiert und hat ihm dann auch, das, was ja auch später gesagt wird, hat ihm das Messer an die Kehle gehalten. Ja, also ich meine, es ist ja auch genau wie Eddard. Eddard dachte, er hat den Support im Raum, wurde aber hintergangen. Und auch Littlefinger glaubt hier, dass er den Support im Raum hat, aber wird hintergangen. Also es ist halt so die verschiedenen Welten des Südens und des Nordens in Westeros. Mein Eddard geht als Ehrenmann vom Norden in den Süden und wird verraten und hingerichtet. Und Littlefinger geht als Betrüger und Intrigant vom Süden in den Norden und wird dort auch auf eine gewisse Weise hintergangen und hingerichtet. Ja, Karma. Karma. Also ist es. Er hat definitiv verdient. Und ich fand auch Aidan Gillen, also der Schauspieler von Peter Baelish, hat die Szene sehr schön gespielt. Oh, großartig gespielt. Vor allem dieser Moment, wo dann Sansa zu ihm blickt und er zum ersten Mal im Game of Thrones so verdutzt ist. Dieses Erwachen auf jeden Fall. Ja. Ich möchte nur mal klarstellen, ich habe ihm gesagt, dass Littlefinger den Tod verdient hat. Niemand hat den Tod verdient. Todesstrafe ist böse. Ja, aber du hast es trotzdem genossen. Ich habe es ein bisschen genossen, definitiv. Aber das ist ja menschlich. Ja, das ist menschlich. Arya und Sansa waren dann letzten Endes halt doch schlauer als er, denn Sansa wirft ihm halt erstens vor allen wichtigen Nordmännern und auch vor Jon Royce den Mord an Lysa Arryn vor. Sie war ja schließlich dabei, als Peter Baelish sie in den Tod geworfen hat. Genau, und auch im Prinzip den Mord an Jon Arryn. Genau. Weil er das auch mitgeplant hat und dass er eigentlich dafür verantwortlich ist, dass dieser ganze Konflikt zwischen Lannister, Haus Lannister und Haus Stark ausgelöst wurde. Er hat Eddard verraten, er hat noch viele andere tolle Sachen gemacht. Diese gesamte Handlung und der Krieg der Fünf Könige ist ja erst ins Rollen gebracht worden, weil Jon Arryn, die Hand von Robert Baratheon, getötet wurde. Und das war halt Lysa Arryn gemeinsam mit Peter Baelish. Damit schließt sich eben der Kreis, der in Staffel 1, Folge 1 irgendwie geöffnet wurde. Ja, also das, was die Handlung also die Person, die Handlung überhaupt ausgelöst hat, wurde letzten Endes auch nach 7 Staffeln und sehr, sehr vielen Auftritten auch getötet. Genau. Und Peter Baelish versucht sich halt aus dem Ganzen herauszureden und Sansa wirft ihm dann auch vor, dass Littlefinger sich, oh Gott, jetzt ist das Bohren gerade richtig, richtig schlimm. Aber wir akzeptieren es einfach. Sansa wirft ihm auch vor, dass Littlefinger sich mit den Lannistern zusammengetan hat, um Eddard, ihren Vater, zu töten. Er streitet das ab und sagt, keiner von euch war dort, um es zu sehen oder zu hören. Und dann kommt Bran, der beste Lügendetektor in ganz Westeros. Jetzt ist die Frage, dürfen wir ihn überhaupt noch Bran nennen? Er ist ja der dreäugige Rabe. Der dreäugige Krähenrabe. Ja. Ja, also nicht umsonst hat man den Brand, jeder da nennt ihn Brand, keiner nennt ihn dreäugiger Rabe. Ja, hey, dreäugiger Rabe, hast du Lust essen zu gehen, dreäugiger Rabe? Wie geht's, dreäugiger Rabe? Was wäre so sein Rabbi? Nee, Drap. Wäre sein Spitzname? Ja. Drap. Ich bin für Rabbi. Rabbi. Auf jeden Fall hat man nicht umsonst immer in den Folgen zuvor die Raben gehört, wenn Peter zu sehen war, denn der dreäugige Rabe, Bran, hat Peter beobachtet. Und vermutlich hat Bran schon vor langer Zeit Arya und Sansa die Wahrheit verraten. Und vielleicht ist auch genau das der Grund, warum Bran Arya die Klinge gegeben hat, den Dolch. Beziehungsweise, hat er den Sansa oder Arya gegeben? Arya, ne? Ja, ich glaube Arya. Nee, er hat den Bran gegeben und Bran hat den Arya gegeben. Genau, so war das, ja. Was ja aber auch dafür spricht, dass das alles also von den Stark-Kindern abgekartet war, dass Bran mit am Tisch sitzt. Ja. Normalerweise würde der wahrscheinlich keine Sekunde damit verschwenden, bei irgendeinem Meeting der Starks da groß anwesend zu sein. Aber hier haben wir ihn wieder in der großen Halle. Und fand ich auch ein schöner Anblick wieder, die Stark-Kinder vereint in der großen Halle an einem Tisch. Ja. Ja. Und wir sehen, dass Littlefinger wirklich alle Möglichkeiten abgeht, mit denen er aus dieser Situation rauskommen könnte. Und dann zitiert tatsächlich Sansa Littlefingers Worte von der vorangegangenen Szene mit den schlimmsten Motiven und sagt, das, was ihr macht, ist, ihr hetzt Familie gegen Familie und Schwester gegen Schwester. Er versucht erst auf eine intrigante Art, also Littlefinger versucht erst auf intrigante Art und Weise mit Sansa zu reden, und zwar privat, damit er sich da doch irgendwie heraussprechen kann. Funktioniert nicht. Dann wendet er sich an Jon Royce aus dem Grünen Tal mit seiner autoritären Art. Ja. Doch auch nicht das hilft ihm. Dann sehen ja auch alle Leute, dass der wirklich nur ein Spiel spielt. Genau. Und letzten Endes landet er auf den Knien und fleht um sein Leben. Und das ist ein schöner Anblick.
Ja. Wie Littlefinger kniet und bettelt. Also ich habe auch, ich habe mir aufgeschrieben, dass Littlefinger echt so eine kleine Mistratte ist. Ja, total, klar. Ja, ja. Und ich muss aber auch sagen, ich habe mir das dann, ich habe mir das einmal auf Englisch angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich auf Deutsch geguckt habe. Hä? Ist da überhaupt irgendwie Emotion drin in dem, in der Sprache? Ja. Und muss die Szene gerade dieses nochmal unter vier Augen reden. Ja. Ich finde, da hat die deutsche Synchro extrem verkackt. Das ist einfach nur so ein Runterleiern. Tatsächlich? Vom Text hatte ich, habe ich das Gefühl gehabt. Muss ich nochmal gucken. Ich werde da nochmal drauf achten. Ja, also und gerade was Engeln, der hat so immer so ganz kleine Nuancen eingestreut, ja. Die wirklich gut gepasst haben. Und, ja. Und dann kommt aber tatsächlich der Moment der perfekten Poesie. Arya tötet Littlefinger mit seinem eigenen Dolch, so wie wir das auch vorhergesagt haben. Er stirbt wie einst seine große Liebe Caitlin, auch an einer aufgeschlitzten Kehle. Ja. Und aber vor allem ist damit das Gesicht noch intakt. Das heißt, Arya kann auch sein Gesicht benutzen für irgendeine Maske. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, ja. Ja. Und es ist halt auch nicht so, dass, so wie im Norden, das eigentlich üblich ist, dass, ich finde, es ist ja noch relativ, okay, nicht ehrenvoll, aber gnadenvoll, wenn man, wenn man jemanden enthauptet. Ja. So schlimm, dass es auch klingen mag. Ja. Aber es ist, so wie Jamie das sagt, es ist clean death. Ja. Also man muss nicht lange leiden. Ja. Und das ist halt nochmal was komplett anderes. Aber wir sehen halt auch, dass der Norden, gerade im ersten Game of, Lied von Eis und Feuer Buch, Game of Thrones, es wird immer wieder erzählt, dass der Norden auch ganz schön hart ist. Dass es wirklich gar nicht so sehr anders als die Eisenmänner ist und das sehen wir hier. Das ist wirklich eine sehr, sehr harte Hinrichtung vor den Augen von allen. Ja, wie gesagt, toll gespielt von Littlefinger. Ja. Erst ungläubig, dann versucht der Sansa zu überreden, dann wird er autoritär, dann weint er, er bettelt und alles. Sehr toll gespielt von Aiden Gillen. Und man muss sagen, das bestätigt wieder einmal die Worte, die wir für das Haus Stark neu entwickelt haben. Wir mobben Kleinfinger. Ja. Zu jetzt, Tode. Jetzt mobben wir ihn zu Tode, genau. Gehen wir damit rüber zum Red Keep, zu einer sehr, sehr besonderen Szene. Rüber zum Red Keep? Ja, wow. Okay. Gehen wir zum nach Du sagst, oh wow, du hast das gesagt. In die Hauptstadt. Über mich selbst habe ich das gesagt. Ach so. Kannst du dir dabei, wenn du oh wow sagst und dich selbst damit meinst, dir so auf die Schulter klopfen, dass ich weiß, wen du damit meinst? Okay. Oh wow. Okay, danke. Jamie, Also wir sehen ja erstmal Königsmund und wir sehen, dass Cersei inzwischen auch ein Fell trägt. Mhm. Also das ist auch in Königsmund. Kälter. Es wird sehr kalt, was wir auch später nochmal sehen werden. Ja. Ja. Und erzähl weiter. Jamie organisiert seine Generäle, denn er möchte tatsächlich in den Norden marschieren und sich den Truppen von Jon und Daenerys anschließen. Cersei bittet dann um ein Gespräch und ich als Zuschauer dachte mir nur hier, was passiert? Und wir verstehen, Cersei will diese Waffenruhe gar nicht halten. Ja, das war alles nur ein abgekartetes Spiel. Ein abgekartetes Spiel, ein Plan. Jamie ist absolut schockiert und Cersei sagt da ihre ganz seltsame Auffassung des Ganzen. Wenn Drachen die Toten nicht aufhalten können, wenn Dothraki unbefleckte und Mordmänner sie nicht aufhalten können, was sollen wir denn da nützen? Während Jon halt sagt, jeder Mann zählt und er sogar die Mädchen und so weiter ausrüstet, um gegen die Toten vorzugehen. Das ist eine sehr interessante Einstellung. Ja, aber ich glaube, sie hat das immer, sie hat dieses Phänomen der Wiedergänger und Weißen Wanderer vor allem auch genutzt als strategischer Vorteil für sich. Also nicht so, dass es sie so dieses ganze Weltuntergangsding, dass sie das erschreckt, sondern dass sie halt eher versucht, das jetzt gegen ihre Feinde zu wenden. Ja. Weil sie ist halt wirklich so die Meisterspielerin des Spiels der Throne. Ja. So, das Haus Lannister muss über allem stehen am Ende. Und es ist ja auch der Inbegriff dieser Einstellung. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Sie hofft tatsächlich darauf, dass die Toten die Armeen von Daenerys irgendwie gegeneinander aufwiegeln und dass sie dann quasi allen in den Rücken fallen kann mit ihren Truppen. Genau. Jamie sagt aber, dass er sein Wort gegeben hat, mitzuziehen und gegen die Toten zu kämpfen. Und das zeigt ja auch ein weiteres Mal Jamies wahre Natur. Er will halt von diesem, er will so sein Kingslayer-Image ablegen. Genau. Und ich finde auch, dass gerade in der Folge so dieses Promise, also Versprechen, dass dieses Wort sehr, 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 sehr oft fällt. Und das ist ja also auch sehr wichtige Worte im Game of Thrones, gerade was. The Prince Who Was Promised. Genau, The Prince Who Was Promised. Also der Promise Me Ned mit Jons. Mit Lyanna Stark. Genau. Ja.
wir sehen aber halt auch dadurch, durch diesen Plan, dass diese Suicide Squad Mission in den Norden, den Wiedergänger in den Süden zu bringen, dass es eigentlich dann wirklich im Endeffekt, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber dass es nicht der beste Plan war. So sollte er nicht funktionieren. Und Jamie erklärt auch Cersei, dass das doch irgendwie Schwachsinn ist. So, entweder kommen die Truppen in den Süden, nachdem sie die Toten besiegt haben, oder die Truppen von Danny und John werden besiegt und die Toten kommen in den Süden. Aber so oder so, wir haben einfach ein massives Problem. Und Cersei kommt dann mit ihrer großen Trumpfkarte, nämlich dass sie mit dem Gold der Tyrells die Eiserne Bank halt hinter sich gebracht hat und 20.000 Männer aus Essos angeheuert hat, nämlich die Goldene Kompanie. Ja, sind übrigens 10.000 mehr als in den Büchern. Genau. Und sie erwähnt ja auch nochmal extra die Elefanten. Ja, I think. Genau, sie weiß noch nicht mal von den Elefanten. Ja, aber ich meine, es wird so erwähnt, weil in den Büchern ist es ja Fakt, dass die Elefanten haben. Genau. Und zwar ist ein Mutmaß dann auch tatsächlich, dass ein Drache gestorben sein könnte, denn sie sagt, das war eine volle Demonstration der Stärke. Daenerys hat alles, was sie hat, mitgebracht. Wo war der dritte Drache? Und ja. Jaime sagt, ja, das weißt du nicht. Vielleicht hat er einfach irgendwas beschützt oder eine Flotte oder was auch immer. Aber Cersei hat vielleicht so die Idee, hey, ein Drache könnte eventuell tot sein. Ja. Aber nochmal zurück auf die Goldene, um auf die Goldene Kompanie zu kommen. Ja. Wie geil wäre es, wenn in der 8. Staffel Elefanten noch mit dabei wären? Ja, das wäre echt geil, definitiv. Und ich finde das auch ganz interessant, dass sie die Goldene Kompanie ist in den Büchern ja schon auf in Westeros mit einem anderen Aegon Targaryen. Der junge Greif. Dass halt quasi diese Storyline aus den Büchern jetzt auch noch irgendwie mit in die Serie kommt, also gerade die Goldene Kompanie. Genau. Bin ich auch noch sehr gespannt, wie das in den Büchern weitergeht. Über diesen Aegon Targaryen, den jungen Greif, möchte ich halt auch noch sprechen nachher, wenn wir dazu kommen, was Johns wahrer Name ist. Ja. Egal. Auf jeden Fall, Jaime ist entsetzt von dem Ganzen und Cersei wirft ihm dann sogar Verrat. Wir sollten vielleicht noch gerade der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Euron halt nicht auf die Eiseninsel zurückflieht, sondern Richtung Essos, um die Goldene Kompanie zu holen. Genau. Und Cersei wirft Jaime Hochverrat vor. Und ich finde, jetzt kommen wir auch tatsächlich zu Cersei, der Buch Cersei ein bisschen näher. Diese Cersei ist wirklich, wirklich, wirklich verrückt geworden. Ja, sie sagt ja aber auch, dass Euron ja eigentlich von ihr weggegangen ist, dass man das halt so gedacht hat. Aber sie sagt, no one walks away from me. Genau. So niemand entzieht sich mehr. Was aber ja später Jaime doch tut. Genau. Jaime will nämlich gehen und Gregor stellt sich in den Weg. Und Jaime fragt halt auch, wirst du jetzt Gregor dazu bringen, mich zu töten? Also genau dasselbe, was eigentlich mit Tyrion passiert ist. Und was auch fand ich, dass er sich in den Weg stellt, was auch mit Tommen gemacht wurde in der 6. Staffel am Ende. Ja, also da sieht man auch, wie Cersei eigentlich mit den Menschen, die sie liebt, umgeht. Umspringt, ja. Und ich habe wirklich in der Szene gedacht, Jaime wird sterben. Wow, die killen jetzt wirklich noch in der letzten Folge Jaime. Ja, sie nickt auch Gregor wirklich zu, denn sie scheint bereit zu sein, Jaime zu töten. Aber Jaime sagt, ich glaube dir nicht und geht. Und klar, was meint er damit, dass er ihr nicht glaubt? Einmal ist natürlich das Naheliegendste, dass er ihr nicht glaubt, dass sie ihn tötet. Aber vielleicht glaubt er ja auch tatsächlich nicht, dass sie schwanger ist. Ja. Wer weiß. Also wie gesagt, auch das spricht halt irgendwie für diese Idee, dass sie eventuell diese Schwangerschaft nur vortäuscht. Kann sein, dass das absoluter Quatsch ist, aber wer weiß. Und somit haben wir jetzt eigentlich die Situation da, dass die letzte Person, die Cersei geliebt hat, auch aus ihrem Leben verschwunden ist. Genau. Und jetzt steht der Weg frei, dass Cersei noch viel psychopathischer werden kann. Genau. Aber sie lässt ihn gehen. Es ist wahrscheinlich ein Moment der Schwäche, weil sie ihn noch liebt und es nicht übers Herz bringt, ihn zu töten. Die haben ja auch einiges durchgestanden. Aber jetzt kann halt Jaime, Jon und Daenerys auch verraten, was Cersei wirklich vorhat. Ja. Also, da habe ich mir auch gefragt, was zur Hölle ist das, wird es Liebe sein letzten Endes, die sie um ihren eigenen Verstand, um ihren eigenen Kopf bringt. Und ich finde auch, dass das jetzt auch gerade jetzt, wo die beiden getrennt sind, dass das diese große Valonqar-Theorie auch nochmal so ein bisschen unterstützt. Also, dass Jaime sie erwürgt und töten wird, ihr Bruder. Aber uns wird jetzt in dieser gesamten Folge und auch zuvor immer wieder erklärt, wie kaltblütig und verrückt Cersei geworden ist. Und dann lässt sie Jaime aus Liebe gehen. Vielleicht ist es genau wie bei Robb Stark. Auch er ist gestorben, weil er seine Liebe nicht unterdrückt hat, sondern sie ausgelebt hat. Und auch hier lässt Cersei Jaime aus Liebe gehen. Aber es wäre halt definitiv strategisch klüger gewesen, in dem Moment wahrscheinlich ihn einfach zu töten. Genau. Ja.
Dann sind wir auch außerhalb von King's Landing. Genau. Jamie reitet von dannen. Ja. Und ist auch ein sehr ungewohnter Anblick, weil er keine Rüstung mehr anhat, sondern wie ein normaler Söldner. Wir sehen ja auch, dass er dann den Handschuh über seine goldene Hand zieht. Und das macht er ja auch, um sich auf der Reise zu verstecken. Denn ich meine, die goldene Hand ist ja sein Erkennungsmerkmal, das ist der Kingslayer. Aber ist halt auch interessant, weil das heißt ja immer noch, dass er ein bisschen an Cersei hängt, weil sie die Hand für ihn machen hat lassen. Ich meine, es wäre wahrscheinlich praktischer für ihn gewesen, die Hand einfach da zu lassen. Ja. Weil die einerseits schwer ist und andererseits halt ihn als Jamie Lannister enttarnt. Genau. Aber während er den Handschuh ansieht, sieht er, dass die erste Schneeflocke über King's Landing einbricht. Oder also ist der Winter jetzt auch in den Süden vorgedrungen, beziehungsweise quasi in die Mitte des Reiches. Genau. Und das ist ja auch, ich fand gerade dann die Montage, die da folgt, ist wirklich sehr schön, dass auf sich jeden auch Fall. So Zeit davor genommen wird, das zu zeigen. Ja. Und gerade auch das letzte Bild, dass das Schnee auf die dass der Schnee auf die Karte fällt. Du bist so schnell. Ich habe noch viel mehr davor. Ach so, ja. Nee, ich mach das einfach kurz zu Ende. Okay. Dass der Schnee auf die Karte fällt, ist ja auch so ein schönes symbolisches, so eine symbolische Bedeutung, dass jetzt so, dass der Schnee über Westeros niedergeht. Genau. Der Winter ist da und nicht nur der Winter, die Finsternis. Die lange Nacht, die senkt sich über Westeros. Die Armee der Toten ist nämlich wirklich angekommen in dieser Folge. Und wir sehen dann auch sogar die Drachengrube, die ist mittlerweile leer. Wir sehen Schnee in der Drachengrube. Dann kommt so eine Kamerafahrt über den Boden. Da fällt Schnee auf Drachenknochen. Und auch das ist ja eine Metapher erstens für die Zusammenarbeit zwischen Jon und Daenerys, aber auch für die Liebe zwischen den beiden, für das Lied von Eis und Feuer. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild und die Drachengrube ist mittlerweile verlassen und kalt und es schneit, denn die Zeit der Treffen und der großen Räte ist vorbei. Nun ist die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem großen Krieg. War das dein Monolog? Das war mein Monolog. Okay. Damit gehen wir über nach King's Landing. Da sehen nach wir Winterfell. Auch, achso, nee, erstmal, stimmt, aber wir sehen erst King's Landing und ein paar Schnittbilder, also dass der Winter eingekehrt ist. Ja. Wie gesagt, es ist halt seltsam ruhig. Das ist wirklich die Ruhe vor dem großen Krieg. Mhm. Ja, gehen wir nach Winterfell über. Genau. Sam trifft wieder auf Bran. Das erste Mal seit der dritten Staffel. Also wir sehen, dass er mit Little Sam und Goldie bzw. Gilly da ankommt. Genau. Ja. Und Bran zieht wieder sein cooles Dreieckiger-Rabe-Programm durch und sagt, ich erinnere mich an alles, als Sam ihn fragt, ob er sich an ihn erinnert. Ja. Und Sam lacht halt erstmal, weil er das für eine Charaktereigenschaft von Bran hält. Aber ja, Bran erinnert sich halt wirklich an alles. Ja. An alles und alles. Genau. Sam fragt ihn dann auch, oh, jetzt, das wird jetzt schwer, diese Szene. Sam und Bran. Das ist dieselbe, Sam und Bran. Sam und Bran. Sam fragt Bran, was wurde aus dir jenseits der Mauer? Und Bran sagt, wurde der Dreieckige Raben. Ich wurde zum Dreieckigen Raben. Oh. Cool. Ich weiß nicht, was das heißt. Das ist halt so, ja, boah, der Kleine, der hat echt schwer einen an der Klatsche. Ja, total. Aber auch dieses, ich weiß nicht, was das heißt, ist ein sehr witziger Moment. Ja. Comic Relief, Sam schlägt wieder zu. Und wir erfahren, Bran sieht zwar alles, aber er hat zum Beispiel nicht gesehen, dass Sam nach Winterfell kommt. Genau. Sam sagt, dass er Jon im Kampf gegen die Toten helfen möchte. Und Bran sagt, dass Jon mit Daenerys zurück nach Winterfell kommt. Und dann fragt Sam, hast du das gesehen? In einer Vision? Und dann hat Bran eine Nachricht hoch, die mit einem Raben geschickt wurde. Das ist schön, dass Bran mal wieder in irgendeinem lustigen Kontext gezeigt wird. Ja. Und nicht mehr in diesem super total creepy. Emotionslosen, creepy. Ja. Total. Ja. Und dann kommt es halt zu diesem wahnsinnig wichtigen Dialog, nämlich, dass Bran Sam verrät, dass Jon der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ist. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, ja genau, der erzählt das nicht mal seinen eigenen Schwestern, irgendeinem fremden Typen, der sagt so, ha, hallo, ich bin so, ah ja, übrigens, Jon ist der Sohn von Rhaegar und Lyanna. Es ist nicht irgendein wichtiger Typ. Bran wird ein genaues Gespür dafür haben, dass Sam noch mit zu einer der wichtigsten Figuren in der in Schlacht ja, aber Sansa und Arya nicht. Nö. Die sind einfach unwichtig. Ja. Aber dass das halt wirklich niemandem erzählt hat, diese wichtige Info. Ja. Vielleicht hätten das machen sollen, vielleicht hätte dann schon gedacht so, ach, vielleicht doch nicht mit meiner Tante. Ja. Vielleicht wäre das auch nicht so eine gute Idee. Auf jeden Fall erfahren wir, also jetzt ist es halt wirklich, wenn es nicht eh schon seit Staffeln klar ist, ist es jetzt für den letzten noch bestätigt worden, dass R plus L gleich J der Wahrheit entspricht, also Rhaegar plus Lyanna gleich Jon, beziehungsweise sogar R plus L gleich A, streng genommen. Stimmt. Ja. Also Aegon. Boah, guck mal, das ist voll, ich habe eine Fantheorie. R plus L gleich A,
Das heißt Rhaella. Rhaella. So heißt Rhaella, die Mutter von Daenerys. Ach so. Rhaella Targaryen. Geile Fantheorie, oder? Boah, ich habe nachher noch ein paar, glaube ich. Sorry. Ja, und dann wir sehen den Flashback jetzt, also nicht, oder ein Flashback von Bran zu einer, weil Sam mir ja erzählt, dass das annulliert wurde. Ja. Und wir sehen. Erstmal sorry, aber erstmal dachte ich mir bei. Quatsch, das mit Aegon kommt nachher, dass er so heißt, ne? Ja. Ja, okay, sorry. Mach weiter. Wir sehen zum ersten Mal in der ganzen Seriengeschichte den fucking Rhaegar Targaryen, der von Wolf Scolding gespielt wird, und der wurde nur ausgewählt, weil er aussieht wie Viserys. Wie Harry Lloyd, wie Viserys. Ja. Die sehen sich wirklich wahnsinnig ähnlich. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir den irgendwie ein bisschen. Größer und geiler vorgestellt. Ja. Ich meine, da gibt es noch so ein paar coole Fanart-Bilder. Er ist der legendärste Ritter in ganz in der Geschichte von Westeros, kann man sagen. Ja, und er sieht aus wie der größte Hulli. Also wie Viserys halt. Ja. Ist auch so ein ähnliches Schwert dran. Genau. Ja, das also, ist halt irgendwie. Sam weiß halt auch von den Büchern, das war ja das, was Goldie vorgelesen hat, oder Gilly, dass die beiden, also dass das. Rhaegar nicht Lyanna gekidnappt hat, sondern dass die beiden sich wirklich geliebt haben. In einer Geheimzeremonie wurde die Ehe von Elia Martell und Rhaegar Targaryen annulliert. Und die beiden wurden halt verheiratet. Und jetzt, man sieht es auch, Lyanna wurde nie vergewaltigt. So glücklich, wie der da schaut. Ich zitiere meinen letzten Absatz. Warum Lyanna Stark eine Schlampe ist. Lyanna Stark ist quasi Helena im Trojanischen Krieg, also wegen ihr ist ein Krieg vom Zaun gebrochen worden. Sie scheißt auf Robert Baratheon, ihren eigentlichen Verlobten, und rennt mit einem anderen Mann davon. Sie verrät es aber niemandem, nicht mal ihrer Familie, was dann dazu führt, dass ihr Vater in die Hauptstadt reitet und da getötet wird von dem irren König. Und dann kommt der Bruder, also Lyannas Bruder Brandon, hinterher, um den Vater zurückzuholen, aber auch der stirbt. Nee, die werden ja gleichzeitig getötet. Oder die werden gleichzeitig getötet, genau. Und sie sagt immer noch nichts und flieht immer noch nicht aus dem Turm, in dem sie scheinbar völlig freiwillig ist. Okay, so, sie ist auch hochschwanger, aber sie sagt auch nichts und schickt auch keinen Rahmen aus oder was auch immer. Ein Krieg beginnt wegen ihr, Zehntausende sterben, das gesamte Königreich zerreißt. Und the things you do for love, was man nicht alles für die Liebe tut. Genau. Aber im Endeffekt muss man auch dazu sagen, zu ihrer Verteidigung, es ist ein großes Mysterium, man weiß nie genau, wie die Geschichte dann tatsächlich fortgefahren ist, aber so jetzt in dem Moment wirkt sie tatsächlich wie eine große Punkt, Punkt, Punkt. Das ist vorhin schon gesagt. Ja. Ja, und das macht das Ganze jetzt, wo man sich so sicher ist, das macht Roberts Rebellion einfach nur noch viel, viel tragischer. Absolut, ja. Jetzt stell dir mal vor, Eddard Stark hätte das gewusst, dann kommt Robert Baratheon in der ersten Folge runter, sagt, boah, wie er sie vergewaltigt hat, und sagt er so, nee, die hat den geliebt. Ja. Ja, also, ich meine, das ist ja auch immer so dieses Tragische, weil ja Rhaegar Targaryen irgendwas geplant hatte, dass es besser wird. Ja. Und dass das niemals entstanden ist, einfach weil Robert das die Baratheon, falsche Zeit war und genau. Robert Baratheon und seiner Rebellion, ja. Und dabei war diese Rebellion halt der, sicher nicht die Ursache, aber der Auslöser war halt das scheinbare Kidnapping von Lyanna Stark. Das hat den Roberts Rebellion quasi ausgelöst. Vielleicht machen wir mal so eine Fanfiction, wo wir einfach schreiben, dass Rhaegar sich niemals in Lyanna verliebt hat und wie dann die Geschichte ausgegangen wäre. Ja. Naja, wer weiß. Dann erfahren wir halt auch, wie Johns wahrer Name ist, nämlich Aegon Targaryen. Und hier hatte ich gleich zwei Gedanken. Nämlich erstens, es gibt halt zumindest in den Büchern noch einen anderen Aegon Targaryen, den jungen Greif. Das ist quasi dann, lass mich nicht lügen, der Bruder von Jon. Oder der Halbbruder. Der Halbbruder. Der Aegon Targaryen wurde ja scheinbar, zumindest ist das die landläufige Meinung, von Gregor Clegane an die Wand geschleudert. Aber wie wir dann erfahren in den Büchern, den gibt es noch. Ja. Und der ist auch mittlerweile in Westeros. Mit der Goldenen Kompanie. Mit der Goldenen Kompanie. Da gibt's dieses tolle Video, Unterschiede. Unterschiede zwischen Buch und Serie, genau. Also das ist eine Sache, dass Jon quasi von seiner Mutter genauso genannt wurde wie Rhaegars anderes Kind. Aber gut, Aegon gibt es ja nicht in der Serie. Von daher ergibt das alles wieder Sinn. Ich fand auch, dass da ein großer Plothole, das ist schon irgendwie so. Was denn? Moment, ich muss gerade überlegen. Ja. Weil Bran, der hat anscheinend in der sechsten Staffel, beim ersten Mal, wo Tom der Freude gezeigt wurde, in dem Zimmer, der hat anscheinend nicht
richtig zugehört, sonst hätte er gehört, his name is Aegon Targaryen. Mhm. Ich meine, sie sagt nicht, his name is Aegon und dann denkt er sich, ah, das ist Sand, sondern his name is Aegon Targaryen. Vielleicht hat er zu früh abgeschaltet. Ja, wahrscheinlich, genau. An der spannendsten Stelle so, genau. Ich will mich nicht spoilern lassen für die nächste Staffel. Noch eine Sache hatte ich mir dabei gedacht, dass Aemon Targaryen, der Aemon Targaryen, der alte, blinde Kerl in der Nachtwache, weißt du noch, was er bei seinem Tod immer wieder gesagt hat? Egg. Und Egg war Aegon der V., der beste König, den Westeros vielleicht jemals hatte, und sein Bruder. Und Aemon hatte die ganze Zeit in der Nachtwache einen Aegon an seiner Seite. Oh, wenn er das gewusst hätte. Wenn er das gewusst hätte. Boah, der hat bestimmt geweint. Ja. Oh, können wir es nicht zurückspulen, dem sagen? Ja. Dann kommen wir tatsächlich zum Schiff, auf dem sich Jon und Daenerys befinden. Und Jon geht zu Daenerys und klopft ganz schüchtern an. Und das Ganze wird halt eine Parallele geschlossen zu Rhaegar und Lyanna, die sich halt auch geliebt haben. Und Jonas, kurze Frage. Das heißt ja aber schon mal, dass das für die Zukunft nichts Gutes heißen kann für die beiden. Definitiv. Aber Jonas, kurze Frage. Du kommst doch aus Hausach. Das sind 5000 Einwohner. Das ist tief im Schwarzwald. Ja. Ist da Sex mit der Tante normal? Nein. Okay. Und wenn ich jetzt komme mit, du kommst doch aus der Türkei, dann heißt es gleich oder ich bin Rassist, aber du sagst, du kannst das sagen, ne? Ja, korrekt. Ja, genau. Also ich habe mir auch nur aufgeschrieben, Incest confirmed, Tante und Neffe. Ja. Und ich hab so einen geilen Kommentar unter einem Game of Thrones YouTube-Video gefunden. Da stand dann Bran Doppelpunkt. You looked beautiful, John, when you were banging your aunt. Ich habe mir nur überlegt, Jonas, glaubst du, dass John beim Höhepunkt, was glaubst du, was seine Worte sind? Winter is coming? Wie viele so Sachen hast du jetzt aufgeschrieben? Ich habe noch was. Wie witzig wäre es, wenn Jorah im Zimmer nebenan wäre? Und was würde er tun, wenn er das hört? Würde er weinen oder würde er masturbieren? Was würde er tun? Das ist eine gute Frage. Ne? Ja, Fantheorien, nee, ich glaube, dazu könnt ihr so viele Fantheorien, wie ihr wollt, machen. Nee, ich glaube, er würde eher weinen. Lesen. Weinen. Ja, natürlich würde er weinen. Ja. Und während Komm, ich will wissen, wie du das ausdrückst. Was? Ich will, dass du weiterredest. Während die beiden pimpern und ihre intensive Sexszene haben, habe ich mir noch eine Sache gedacht. Und zwar der arme Daerion Harris. Der sitzt sein Essos rum und weiß gar nicht, dass seine Geliebte da einen anderen Mann pimpert. Falls alles gut geht, reist Jorah bestimmt zu Daerion Harris und die machen so eine Ex-Daenerys-Lover-Wiki auf. Genau. Wow. Ja. Ja, und daraus wird dann eine MTV-Reality-Show gemacht. Genau. Ja. Und wir sehen auch, dass Tyrion den beiden zuschaut und man denkt sich so im ersten Moment, also nicht zuschaut, zuhört. Ja. Oder dass also er gesehen hat, dass er merkt. Ja, genau, er merkt. Kann man sich denken, oh, das ist so ein kleiner Lustmolch, aber nein, schon, also in seinem Blick sieht man schon, dass er bedröppelt ist. Ja, dass er schon ganz genau weiß, dass das nicht gut enden wird. Genau. Dass das zu riesigen Problemen führen wird. Also einmal klar, weil ich habe mir auch noch abgestellt, nächste Staffel wird lustig für John. Ja, also einmal weiß Tyrion genau, wie schwer es wird, dass John Probleme haben wird im Norden, die verhasste Daenerys als seine Frau akzeptieren zu lassen. Und er weiß auch, dass verliebte Menschen dumme Sachen tun. Aber vor allem ist mir noch eine andere Sache eingefallen. Ich glaube, Tyrion hat auch definitiv Angst, dass Daenerys doch schwanger werden könnte. Also zum einen, weil klar, schwanger ist es schwieriger, bestimmte Dinge zu tun. Und es ist nach Cersei jetzt schon die zweite Frau, die eventuell was mit schwanger werden könnte, bla bla bla. Aber letzte Folge hat Tyrion auch über Daenerys Nachfolge gesprochen. Nicht letzte Folge, ich glaube Folge 5 oder sowas war, ich bin mir gerade nicht sicher. Er hat quasi die Letzte Folge. Er hat quasi die Demokratie angedeutet, indem er über die Wahlen der Nachtwache sprach und auch über das Königsting der Eisenmänner. Also du glaubst, dass der sich dann keine Hoffnung mehr darauf macht? Was wenn, meinst du? Wenn dann so ja, ich meine, im Falle einer Schwangerschaft würde halt einfach Daenerys Nachkomme auf den Thron folgen. Und genau das will er ja nicht, dass genau diese Tradition weitergeht. Er will ja eigentlich sowas wie die Demokratie. Ja, genau. Und da dachte ich mir aber auch, wenn Jon dann erfährt, dass er der wahre Thronfolger des irren Königs ist, dass er noch vor Daenerys eigentlich den Anspruch auf den Thron hat, das könnte die Sache dann noch mal ordentlich verkomplizieren. Ja, wir haben das, dass ein Kind kommen könnte. Wir haben das, wenn Jon rausfindet, dass er eigentlich den Thronerbe ist. Ja. Und dass, wenn er rausfindet, dass er mit seiner Tante geschlafen hat. Das
Ja. Oh, das wird echt eine lustige Staffel das, für ihn. Aber das ist auch echt geil, ne? Wie sehr man sich in dieser Folge über Inzest freut. Und in Staffel 1, Folge 1 dachte man, Inzest. Ja, es ist halt so, dieses auf der einen Seite so, boah, das ist so ein schöner Moment für die beiden, endlich haben die sich so gefunden und sowas. Und andererseits, boah, ey, das ist die Tante und der Neffe, das ist, geht ja gar nicht. Ja, absolut. Man muss ja da überlegen. Ich weiß, also als ich die Bücher angefangen habe, wurde halt direkt klargestellt, so die Targaryens sind eine Familie, die ihre Blutlinie reinhalten, indem sie vor allem einander, also die Geschwister heiraten und vögeln. So der erste Gedanke ist halt, und jetzt hier denkt man sich, geil, Jon und Daenerys. Ja, aber das hat ja schon so ein bisschen angefangen bei Jaime und Cersei, ja, dass man das eher akzeptiert. Ja, definitiv. Ja, ja gut. Wir gehen auf jeden Fall zurück, nachdem wir da, nachdem Daenerys Targaryen und Aegon der Sechste quasi da ihre Schäferstündchen haben, gehen wir rüber nach Winterfell an die Mauer, also an die Burgmauer. Und da sprechen Sansa und Arya über Littlefinger und die sagen bereits, vermutlich war auf seine eigene ekelhafte Art und Weise seine Liebe für Sansa tatsächlich echt. Das ist auch ein ganz besonderer Platz, denn da waren ja Jon und Sansa auch am Ende der sechsten Staffel, als sie ihnen gesagt haben, dass der Winter da ist. Und ich habe, das ist ja so, für mich ist das jetzt der Platz, an dem sich Starks verstehen. Genau, ja. Da sieht man eben halt auch ein weiteres Mal, dass Arya gar nicht die Lady von Winterfell sein möchte. Und Sansa sagt, ja, nachdem sie ein Kompliment macht, gewöhn dich nicht daran, dass ich dich gelobt habe. Du bist immer noch eigenartig und nervig. Die beiden sind eben immer noch in ihrem Kern Schwestern. Und dann schwelgen sie in Nostalgie über ihren Vater. Und sie zitieren ihn und sagen, der einsame Wolf stirbt, doch das Rudel überlebt. Letzten Endes, auch ein Littlefinger kann keinen Keil in die Starks treiben. Die Starks bleiben immer zusammen, denn sie sind das Rudel. Und ich finde es schön, wie in dieser gesamten Folge immer noch Eddard Starks Geist und seine gesamte Linie über auch, auch in der ganzen Staffel. Ja, dass Eddard einfach in den Herzen aller geblieben ist. Das sagt auch einmal Jon ganz offen zu Theon in dieser Szene im Thronsaal. Da sagt er, Eddard Stark ist immer noch ein Teil von ihr. Cersei zitiert Eddard, also sie sagt, ich vertraue auf Jons Wort, denn er ist der Sohn von Eddard Stark. Da sehen wir halt, Eddard Stark spielt immer noch eine wichtige Rolle. Und auch als sie den Dialog haben, kommt wieder das tolle Thema der Starks im Hintergrund. Genau. Und dann gehen wir zum Götterhain über, da sitzt Bran in seinem Rollstuhl. Wir sehen zuerst, dass die Kamera hochfährt. Also ich habe jetzt ich brauche einen kurzen Moment, um dir ein paar Sachen zu erklären. Und wir sehen auch im Hintergrund diesen Turm, von dem damals Bran runtergestürzt wurde. Ja. Und wir haben ja bei Game of Thrones immer so dieses Ironische, das wendet sich dann. Ja. Oder dass dann die, das ist alles, wo es angefangen hat, da dass die Kreise schließen, genau. Klammern. Und das ist ja der Turm von dem Bran Fiel, hier hat alles begonnen. Vielleicht endet auch alles hier. Mhm. Vielleicht guckt der Nachtkönig Jon und Daenerys im Turm beim Vögeln zu und wird dann von Jon runtergeschmissen und stirbt dann. Und dann beginnt das dann beginnt das Ganze wieder von vorne, aber auf Seiten von Weißen der Wanderer, der Weißen Wanderer. Ja. Dann haben die ganze Story und das ist dann, dreht sich immer nur im Turm. Das ist eigentlich nur ein einziger Kreis, der sich die ganze Zeit schließt. Ah. Ist das der wahre Turm der Freude? Das ist meine neue Fantheorie für euch. Ja, toll, Jonas. Ja, Bran, ich mach einfach mal weiter. Wir akzeptieren, was du da gerade gesagt hast. Bran sitzt in seinem Rollstuhl, er ist gewalkt, das sieht man an seinen Augen. Das heißt, er blickt durch einen Raben und dann gibt's eine der schönsten Kamerafahrten in der Geschichte der Visual Effects, meiner Meinung nach. Der Menschheit. Das sah, ganz ehrlich, das sah wunderschön aus. Über den östlichsten Teil der Mauer, über Eastwatch by the Sea, also Ostwacht. Raben fliegen drüber. Und das zeigt ja auch noch erzählerisch, wie wichtig Bran in diesem Kampf ist, denn er ist quasi das sehende Auge. Er hat das dritte Auge, das sonst niemand hat. Er ist quasi das Auge der Armee. Er ist der Speer. Er ist der Speer, genau. Wir sehen dann auch. Und er späht nicht nur über den Raum, über die drei Dimensionen, X, Y, Z, sondern auch, also Höhe, Breite, Tiefe, bla bla, sondern auch über die vierte Dimension. Über die vierte Dimension, nämlich Zeit. Sehr cool. Dann kommt beziehungsweise, was ich auch gut finde in der Folge, hier wird ja auch geklärt, dass er nicht in die Zukunft blicken kann. Kann in die Vergangenheit und in die Gegenwart blicken und vieles Tolles tun, aber halt nicht in die Zukunft. Das ist ein wichtiges Detail. Aber er kann theoretisch die Zukunft durch die Sachen, die er in der Vergangenheit anstoßen kann, kann er die Zukunft beeinflussen. Butterfly-Effekt, klar. Ja. Ja. Also, wir sehen diesen Flug über die Mauer. Hast du gerade ein Hirn aus? Nee, ich habe gerade überlegt, es gibt doch in 1984 dieses tolle Ding, wenn man die Zukunft
Nee, wenn man die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert man die Zukunft. Kontrolliert man die Zukunft, so ja. Irgendwas, ja. Ja, irgendwie sowas. Deswegen ja. Ist ja auch, dass die Regierung in 1984 so drauf, dass sie sämtliche Geschichtsbucheinträge und Zeitungsartikel und so weiter fälschen und da halt Propaganda betreiben. Ja, genau. Wir sehen halt die Mauer. Wir sehen Tormund und Beric, die da entlanglaufen. Es ist halt, wie gesagt, schon wieder verrückte Zeiten. Tormund als Wildling, der über die Mauer läuft und da herunterblickt. Und dann sehen sie tatsächlich am Waldrand, dass die Armeen der Toten herangerückt sind. Genau, aber sie bleiben auch stehen. Auch die Riesen kommen. Genau, also alles, die kommen da mit ganzer Kraft. Wir sehen, dass nicht nur der Winter über ganz Westeros eingekehrt ist, sondern wirklich die lange Nacht, die steht gerade ja, wirklich also bevor. Also gerade auch nochmal, dass die lange Nacht, dass das wieder angebrochen ist. Wir hören an der Mauer das erste Mal überhaupt, ja, dass das Horn dreimal geblasen wird. Ja. Also wir haben schon davor mal gehört, dass das dreimal geblasen wird an Faust der ersten Menschen, aber es war ja nicht an der ja. Mauer direkt. Aber ich glaube, Jon wurde von Daenerys auch schon dreimal das Horn geblasen. Ich bin aber echt gespannt, wie schnell die sind. Nämlich, ja, bin ich auch. Nein, wenn du dir überlegst, von der ersten Staffel, wo die ja. Wiedergänger damals waren, dass die 7 Staffeln gebraucht haben, ja, um zur Mauer zu kommen. Ja. Vielleicht brauchen die dann, vielleicht wenn die dann direkt so, vielleicht stürzt die Mauer in der nächsten Folge direkt über, hinter denen so ein, die werden alle plattgewalzt. Ja, das ist so 8 Staffeln bestehen nur aus einer Folge. 5 genau, Minuten, und es ist dann einfach nur noch so eine Soap, wo es darum geht, ob jetzt John sagen soll, dass er seine Tante ist. Aber eigentlich findet das alle so gut. Ja, es wird jetzt so Sitcom in der 8. Staffel. Ja, ja. Das wäre witzig. Ja, aber wir sehen halt, ich entschuldige mich für den Witz eben, das war sehr niveaulos, aber ich fand's witzig. Wir sehen, warum die Armee der Toten stehen bleibt vor der Mauer, denn der Eisdrache kommt. Toothless. Wie unglaublich geil das war. Und der Nachtkönig, der Night's King, der reitet ihn. Und oh, da musst du aufpassen. Es gibt einen Night's King und einen Night King. Ja, ich meinte Night King. Ja. Die Mauer ist tatsächlich zerstört, beziehungsweise ein Teil davon in der, bei Oswacht. Nach über 8000 Jahren. Genau, jetzt ist die Frage, Alper. Ja. Was glaubst du, was der Drache speit? Ist es ein blauer Feuerstrahl? Ja. Oder ist es eher sowas wie so ein blauer Magiestrahl, der die Magie der Mauer kaputt macht? Ja. Oder ist es wirklich ein Eisstrahl, der einfach so Durchschlagskraft hat, dass es die ja. Mauer durchberstet? Oder ist es irgendwie eine Mischung aus allem? Es ist das, was Godzilla auch speit, dieser radioaktive Strahl. Oh. Atomic Breath. Ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwie so ein Epilog und dann hat Tormund irgendwie so die Strahlenkrankheit. Genau. Nee, ich sehe halt blau-rotes Feuer. Ich weiß es nicht. Das musst du mir sagen. Was glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Deshalb habe ich ja dich gefragt. Ja, also ich habe halt so die drei Varianten. Ja, ist das so ein Mana-Strahl? Ist das ein Feuerstrahl? Ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht so wichtig. Ist das halt einfach ein sehr, sehr mächtiger Strahl. Es ist halt die Frage, ob dann die Armeen der Lebenden vereist werden oder verbrannt werden. Das werden wir noch herausfinden. Wir sehen auf jeden Fall erstmal, wie mächtig vielleicht das ist. Vielleicht ist das auch Feuer, das ja. so besondere magische Eigenschaften hat, ja. dass Daenerys dadurch getötet werden kann. Wer weiß, kann natürlich sein. Ich meine, es hat auch ausgereicht, um die Mauer zu zerstören. Und haben wir das nicht auch mal gesagt in einer vorherigen Folgenbesprechung? So, du hast eine unzerstörbare Mauer, die riesig ist. Und sowas baut man nicht in eine Erzählung ein, wenn man nicht vorhat, sie irgendwann auch einzureißen. Ich glaube, ich habe das immer wieder mal gesagt, dass ich es cool fände, wenn in der letzten Folge die Mauer eingerissen wird. Ja, und wir haben es, es ist tatsächlich passiert. Ja, vor allem die, so dieses, ja, die Mauer ist unüberwindbar. Ja, die Titanic ist unsinkbar. Genau. Ja. Die Armee der Toten ist tatsächlich damit in Westeros. Dany, Jon, die Wildlinge, die Dothraki, die Unbefleckten, die Nordmänner, alle kämpfen nun gegen die Armeen der Toten. Und im Süden lauert Cersei, um aus dieser gesamten Situation Profit zu schlagen. Und jetzt ist es auch völlig egal, dass der Nachtkönig Bran berührt hat. Also selbst, es ist nicht egal, aber selbst wenn da tatsächlich irgendwas Magisches war, sie können auf jeden Fall da durchlaufen. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt mal sagen, diese gesamte Szene war optisch so überragend, ja, so unfassbar geil. Ja. Und ich fand auch gerade diese Szene, wo der Nachtkönig auf Viserys reitet und der den Eisstrahl so rein, das war ultimative Fantasy. Ja. Das hätte aus World of Warcraft oder was weiß ich sein können, aus so einer Zwischensequenz. Ja. Ich habe mir dann auch gedacht, guck mal, da ist jetzt so eine Lücke, da geht es die Armee der Toten durch. Ja. Jetzt müssen da die 300 Spartiaten sein, dann hätten die niemals eine Chance. Genau.
Ja, willst du noch was sagen zu dieser Folge? Ja, es geht auch darum, sind Tormund und Beric jetzt tot? Aber ja, ja, klar, natürlich, das wissen wir nicht. Aber ich glaube natürlich nicht, das wäre, ja, das hätte man noch eher ausgeschlachtet. Das hätte man auch. Ich glaube, die, ja, sind auf der Seite, die noch heile ist. Ja. Und die rennen jetzt zur Schwarzen Festung. Vor allem wurde nicht Tormund in der Schlacht jenseits der Mauer, also in dieser Suicide Squad Mission, ja, am Leben gelassen, nur um da an der Mauer zu stehen und runterzugucken. Vor allem auch Beric. Ja, der vor allem auch Beric. Sechsmal, ja, wiederbelebt wurde. Ja, genau. Also dann hätte man die da bereits geführt. Nein, die, ja, werden noch eine Rolle spielen. Also man kann sehr, sehr stark davon ausgehen, dass sie, ja, noch leben. Also und selbstredend. Wir sehen ja auch, dass der Nachtkönig so schon Richtung Süden reitet. Vielleicht sehen wir den dann schon in Winterfell in der nächsten Folge irgendwie so einmal drüber reiten. Wer weiß. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und ich habe auch unter einem YouTube-Video eine richtig witzige Theorie gelesen. Wie das eine witzige? Alles, ja, ich fand das irgendwie passend, warum das alles jetzt so passiert ist. Und zwar, ich dachte, wir lassen die Spekulationen. Nein, 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 nee, das ist ja auch nur lustig. Okay, hau rein. Und weißt du, wer im Prinzip daran schuld ist, dass es hier in der siebten Staffel jetzt am Ende gerade so viel schiefgelaufen ist? Was? Okay. Welche Figur? Ich stehe auf dem Schlauch. Du erwartest irgendeine ganz, du wirst jetzt wahrscheinlich einen ganz, ganz verrückten. Okay, hau rein. Hot Pie. Hot Heiße Pie. Pastete. Warum? Hätte er Arya nicht gesagt, dass Jon noch lebt, mhm, wäre sie nach Königsmund, mhm, hätte sie Cersei getötet, mhm, der Norder hätte sich dann einigen können, mhm, Daenerys hätte niemals ihren Drachen verloren, ja, weil Jon niemals in den Norden gegangen wäre, um Wiedergänge zu holen, ja, um Cersei zu überzeugen. Ja. Und die Mauer würde noch stehen und die, ja, hätten eine viel bessere Position. Ja. Also kann man im Grunde sagen, dass Hot Pie daran schuld ist, dass, ja, das alles passiert. Heiße Pastete, du kleines Arschloch. Ja. Ja. Ja, der sieht so nett und süß aus und, mhm, macht leckere Sachen. Ja. Aber im Prinzip ist es wie diese Jar Jar Binks ist ein Sith Lord-Theorie. Genau. Er ist eigentlich das Böse. Genau. Ja, sonst noch was zur Folge? Zur Folge nicht mehr, nee. Also ich habe jetzt nur noch, ich habe nur noch aufgelistet, wie krass das eigentlich auch wieder war, was man da gesehen hat, dass die, mhm, Unbefleckten und Dothraki zum ersten Mal in Königsmund sind. Mhm. Jaime trifft wieder auf die Dothraki, Tyrion trifft wieder auf Bronn, Brienne trifft auf Sandor, Tyrion trifft auf Podrick, mhm, Varys zum ersten Mal wieder in Königsmund, seit er mit Tyrion weggegangen ist. Ja. Jon, Jorah, Missandei, Theon sind zum ersten Mal in Königsmund, Sandor trifft auf Gregor, Jon und Dany treffen zum ersten Mal auf Cersei, Brienne trifft wieder auf Jaime, Euron, ja, trifft auf alle und wieder auf Theon, ja, Cersei trifft zum ersten Mal wieder auf Tyrion, Dany zum ersten Mal in Königsmund, näher war sie dem Eisernen Thron noch nie, Sam trifft auf Bran und der Nachtkönig trifft auf die Mauer. Ja. Ich meine, das ist teilweise... Der Nachtkönig trifft auf die Mauer. Er zerstört die Mauer. Ja, ja, ja. Aber er trifft ja drauf, weil ich die ganze Zeit trifft gesagt habe. Das ist dann lustig. Ja, okay, wenn okay, ich verstehe. Ja. Das ist, in manchen Staffeln ist nicht so viele Sachen passiert. Definitiv, und das ist alles in einer Folge passiert. Und dazu kommen wir ja perfekt direkt mit einer Überleitung zu unserem Rückblick zur Staffel 7. Also erstmal, ich muss sagen, das Finale fand ich ziemlich grandios. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Fand ich auch wieder. Gerade weil auch... meine Erwartungen ein bisschen zurückgegangen sind, weil ich die vorletzte Folge halt echt nicht geil fand. Ich fand sie nämlich auch nicht geil. Also allgemein zur Staffel 7, ich fand sie weiterhin gut. Ich fand, dass da teilweise großartige, das ist teilweise, ich fand durch die Bank waren da großartige Schlachtszenen dabei, mhm, und von den Entwicklungssträngen her verschiedener Figuren ist auch einiges Interessantes passiert. Allerdings gab es ein paar Hms. Zum Beispiel, wie gesagt, in Folge 6 war das wirklich ganz, ganz offensichtlich mit einigen Logiklöchern. Alleine schon die Idee, diese Mission zu machen. Ja, genau. Die bleibt weiterhin verrückt und irgendwie sehr, ja, so, ich nenne es mal Hollywood-haft. Mhm. Es ist sehr, sehr konstruiert. Halt ein bisschen untypisch für Game of Thrones, wie ich finde. Und ich wette auch, dass George R. R. Martin, wenn er denn mal Winds of Winter veröffentlicht, das irgendwie anders auflösen wird. Wird er wahrscheinlich niemals machen. und wie gesagt, es ist halt mit dem Beamen und dem Pacing, es ist sehr, sehr rasant. Und ja, ich frage mich dann wirklich... Ja, ich fand es anfangs auch gar nicht so schlimm, aber, ja, das hat sich halt so krass angehäuft. Wo ich mir gedacht habe, nehmt euch noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, die müssen ja das irgendwann rausbringen. Die stehen auch unter Zeitdruck und, ja, haben wahrscheinlich, woran man auch nicht denkt, dass dann den HBO auf die Finger haut und sagt, ihr müsst jetzt das Ding rausbringen. Und, ja, dann haben die Geldprobleme oder, ja, keine Ahnung was. Aber 10 Folgen wären vielleicht wieder angemessen gewesen. Aber, ja, ich möchte jetzt auch nicht, das ist halt Meckern auf ganz hohem Niveau. Es macht halt, ja, die Staffel macht, ja, wieder eine verdammte Menge Spaß. Ja, man ist bei Game of Thrones eh immer sehr verwöhnt, was Unterhaltung angeht. Dass es war.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt, ich hoffe halt, dass George R. Martin endlich mal Winds of Winter rausbringt. Ich weiß nicht, wie man sich sonst die Wartezeit irgendwie versüßt bis zur achten Staffel. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade was auch jetzt in der siebten passiert ist, ich freue mich noch viel mehr jetzt auf die Bücher, einfach nur um zu wissen, was ist jetzt so anders? Was ist, wo in welche Richtung geht das? Ja. Wie lösen die jetzt manche Sachen? Was bleibt gleich, weil die ja so einzelne Plotpoints haben, die die Showrunner ja von George R. Martin persönlich erfahren, was genau, und wie ungefähr das Ende aussehen wird. Genau. Ja, was noch? Willst du sonst noch irgendwas sagen? Ja. Man hat kein einziges Mal Ghost gesehen in dieser Staffel. Ja, genau. Was ist eigentlich mit Geist? Ja. Elaria sieht man auch nicht mehr. Okay, dann kann man davon ausgehen, die ist hinüber. Kann man, ja. Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht spielt sie nochmal irgendeine verrückte Rolle. Was ist mit Robin Aaron? Ja. Der ist im grünen Tal, aber findet man auch nicht so viel. Und was ist mit Gendry? Ja. Ja, der war auch diese Folge einfach nicht da. Der war doch auch in Ostwacht. Ja, wahrscheinlich, vielleicht muss er sich, ja, keine Ahnung. Das wäre jetzt echt traurig, wenn der jetzt einfach so weggekillt wurde. Ja, also. Wer weiß. Und ich muss auch noch mal sagen, du magst ihn zwar sehr und er wurde als neuer Ramsay angekündigt und ich fand ihn auch echt ziemlich cool, aber ich finde, dass Euron echt viel zu wenig Screentime hatte. Mhm. Also gerade wenn er so aufgebaut wird, er ist der neue Ramsay, er ist noch schlimmer als Ramsay. Ramsay hatte extrem viel Screentime und auch für, sag ich mal, so unwichtige Sachen. Aber wer behauptet das denn, dass Euron der nächste Ramsay ist? Das haben sie so angekündigt. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das hat sogar Pilo Asbeck selber gesagt und die Macher haben das so gesagt, dass er der neue Motherfucker ist. Okay. Und schlimmer als Ramsay. Okay. Ja. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ja, noch nicht, das stimmt. Also, ja. Also ich finde, ich hätte halt echt gern mehr von dem gesehen, weil er auch drei oder vier Folgen abstinent war. Das ist wahr, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja noch eine Staffel 8, in der wir uns auf ihn freuen können. Genau. Und vor allem Staffel 8 soll ja, es gibt ja Gerüchte, dass die alle Überlänge haben sollen, also so lang sein sollen wie diese Folge ungefähr. Ja, was? Erklär also, das, was da steht. Also wir beenden hier jetzt eigentlich offiziell die Throne Weeks. Genau. Die zweite Phase des Throne Weeks Extended Universe von der Filmfabrik. Oh, wow. Oh, aber wir sind tatsächlich durch mit den Throne Weeks dieses Jahr. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht weiterhin Game of Thrones Videos machen werden. Ja, wir werden jetzt jetzt bald irgendwann noch ein Video bringen, mit welchen, also wir haben das ja schon mal gemacht letztes Jahr, mit welchen Serien man sich die Zeit zur nächsten Staffel vertreiben kann. Machen wir das? Haben wir darüber gesprochen? Welche Serien denn? Also nicht Serien, Filme, ja genau, ja, Filme, Videospiele, Comics und Serien, wie man sich einfach die Zeit bis zur nächsten Staffel vertreiben kann. Wir haben das schon mal mit den Serien gemacht, da haben wir drüber gesprochen, so von der gesamten, vom Aufbau her, von der Erzählweise, vielleicht auch teilweise vom Setting, sind hier 10 Serien, die ihr gucken könnt, während ihr auf die nächste Staffel von Game of Thrones wartet oder auf das nächste Buch. Das werden wir nochmal machen mit Filmen vor allem und auch Comics, Büchern und so weiter. Genau, einfach so ein paar Sachen, die wir euch dann weiterempfehlen. Das wird bald kommen. Ja. Weil die nächste Staffel von Game of Thrones kann ja auch sein, dass die erst 2019 kommt. Also, das ist noch sehr unklar. Ja. Sehr viel Wartezeit zu überbrücken. Unsere nächsten Wochen, die geplant sind, sind wahrscheinlich unsere Star Weeks. Ich denke mal, die werden wir wieder machen. Achso, wir haben noch zwischendurch was. Wollen wir das verraten? Ja, wir wollen das verraten, aber zumindest nicht andeuten. Wir werden uns ein bisschen konzentrieren auf Comics auch und da ein sehr, sehr interessantes Format starten, das, glaube ich, sehr viel Spaß machen wird. Mir zumindest auf jeden Fall. Seid da gespannt. Ich will da noch nicht zu viel verraten, weil es nicht alles in halbfeuchten, trockenen Tüchern ist. Und außerdem Star Weeks kommen noch dieses Jahr, denke ich. Schaut einfach weiter in die Filmfabrik. Abonniert den Kanal, verdammt nochmal. Und seid gnädig, wenn der Kurzfilm kommt. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Das heißt, seid gnädig. Haltet davon, was ihr wollt. Es ist einfach nur, wir zeigen euch das. Wir hatten da sehr viel Spaß dran. Wir hatten da sehr viel Bock drauf und wollen auch weiterhin in Zukunft hin und wieder mal fiktional arbeiten. Ich freue mich da sehr drauf. Und bin gespannt, was uns da noch einfallen wird. Wie gesagt, checkt uns auch auf Social Media aus, unter die Filmfabrik, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Checkt unsere Patreon-Seite aus unter www.patreon.com/filmfabrik. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr weiterhin Spaß und Gefallen an unserer Arbeit habt. Und das war die letzte Folgenbesprechung zur 7. Staffel von Game of Thrones. Ja, genau. Also es kommt wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann noch unser Podcast Blabla Mogul. Es geht noch ein bisschen weiter. Genau, also es gibt weiterhin Game of Thrones auf die Filmfabrik, nur halt nicht mehr. Ja doch, es gibt weiterhin Game of Thrones. Ciao.
Vala Morghulis. Vala Dohaeris.